Teilnehmer 100 hat sich verirrt. Hilfe, wo bin ich hier? Du bist in einem Webinar für Fotografie, für Landschaftsfotografie. Und wenn du Foto- und Reisebegeistert bist, dann bist du bei uns genau richtig. Ja, und damit würde ich sagen, fangen wir auch schon an. Starten wir einfach mal den Abend. Und ja, als allererstes möchte ich nochmal alle, die hier da sind, begrüßen. Aha, da hat jemand sein Bierglas voll, es kann losgehen. Jawohl, und damit geht's auch los. Das Thema heute ist Gerion Römer. Ihr habt ihn schon im Ton hier gehört und wir switchen nachher die Monitore. Und der Gerion, der wird heute zum Thema Landschaftsfotografie einen Auszug aus seinem Seminar uns zeigen. Ich bin selber ganz gespannt. Bevor wir das machen, sind doch relativ viel Neue da und da freue ich mich sehr, sehr drüber, würde ich nochmal ganz gerne kurz My Reisefotografie vorstellen wollen. My Reisefotografie, das sind eben meine Wenigkeit, den seht ihr da links im Bild. Und dann Marc Lubetzky, der hier auch im Chat ist, auch ihn könnt ihr gerne hier fragen. Und Marc Lubetzky ist Tierfilmer mit Leidenschaft und Passion. Und genau, er schreibt gerade Hallo. Und das ist eine ganz witzige Geschichte. Der Marc und ich, wir haben uns tatsächlich über Facebook kennengelernt. Wir haben uns also wirklich über nahezu wirklich einem Jahr nur über Facebook kommuniziert. Dann haben wir angefangen zu skypen, bis wir dann dieses Jahr im Frühjahr zusammen nach Sizilien gefahren sind. Ich habe ihn vom Flughafen abgeholt, habe ihn da das erste Mal gesehen. Und dann haben wir zusammen mehrere Tage auf Sizilien verbracht und haben dort die Videotutorials von My Reisefotografie, die eben auch online sind, die haben wir da gedreht. Und genau, wir beide sind einfach die Gründer von My Reisefotografie. Und ja, damit kommen wir eigentlich auch schon zum Thema, was ist denn My Reisefotografie? Wer mich kennt, der weiß, dass ich seit mehreren Jahren als Reiseleiter für Fotoreisen und Fotoworkshops tätig bin. Und einfach dieser Spaß, Leuten Fotografie zu vermitteln, dieses Medium Fotografie zu vermitteln, der hat mich dann einfach dazu bewogen, zu dieser Idee, Mensch, sowas könnte man doch auch versuchen, ins Internet zu transportieren. Und das haben wir eben mit My Reisefotografie gemacht. Also wir bieten im Endeffekt, bieten wir diese kostenlosen Webinare wie heute Abend an. Dann bieten wir auf der Internetseite, das ist das Herzstück von My Reisefotografie, da seht ihr eigentlich alles, was wir so tun und was wir machen. Es geht eben um die Webinare, dann geht es um die Seminare, die Fotoreisen und da findet ihr natürlich auch den Punkt über uns. Dass ihr euch da für den Newsletter und für die Webinare eintragen könnt, das wissen die meisten von euch, deswegen seid ihr heute Abend da. Ne? Und das nächste Ding ist das, dass wir diese Fotoseminare online gestellt haben. Wie gesagt, der Marc und ich, wir waren zusammen in Sizilien und haben dort an den schönsten Flecken, haben wir einfach verschiedene Fotothemen abgehakt. Lass es sein, fotografieren mit ND-Filter, Polfilter, Nachtaufnahmen, blaue Stunde etc. Alles das, was euch auf eurer Reise eben als Fotothema begegnen kann, haben wir jetzt mal ja völlig unabhängig vom Ort, das kann ja, muss ja nicht Sizilien sein, das könnte auch Mallorca sein, das könnte Kambodscha sein, das könnte Kenia sein, wo ich übrigens Fotoreisen hinmache. Da, was euch da begegnet, das haben wir da fotografiert und das stellen wir eben in unseren Fotoseminaren online zur Verfügung. Aber dazu später nochmal ein bisschen mehr. Wenn ihr auf die Internetseite geht, dann ein bisschen runterscrollt, dann findet ihr eben hier so ein paar YouTube-Links und da habe ich euch einfach mal so einen Eindruck verschafft, wer und was ist My Reisefotografie, könntet ihr dort auch auf YouTube nochmal anklicken. Es gibt einen Trailer der Fotoreise Sizilien. Ihr müsst euch einfach vorstellen, die Fotoreise Sizilien ist folgendermaßen aufgebaut. Es gibt einen 45-minütigen Film, wo wir wirklich vor Ort fotografieren. Ihr seht, wie ich fotografiere und ich erkläre, was ich mache. Zum Beispiel mit dem ND-Filter oder welche Objektive ich benutze, wie ich das Motiv aufbaue, zu Kontrasten, zu Lichtverhältnissen etc. Und dann machen wir in regelmäßigen Abständen machen wir immer Quick-Tipps. Die stellen wir kostenlos zur Verfügung auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal. Auch da freuen wir uns natürlich, wenn ihr da einfach mal reinschaut.
Naheliegend war natürlich der goldene Herbst. Da habe ich so ein kleines Videotutorial verfasst. Und demnächst kommt natürlich der Winter dran. Sobald da mal ein bisschen Schnee hier im Schwarzwald liegt, ziehe ich natürlich mit der Kamera los und mache euch ein paar Tipps zu Schnee- und Winterfotografie. Hier seht ihr eben diesen Vimeo-Kanal. Da stehen die ganzen Videotutorials online zur Verfügung. Ihr geht einfach auf die Mai-Reisefotografie, klickt dort auf die Seminare und wenn ihr da draufklickt, dann landet ihr hier bei Vimeo. Und da könnt ihr verschiedene Bonusmaterialien für umsonst angucken, dass ihr nochmal wirklich so einen Eindruck bekommt, was erwartet euch denn, wenn ihr so ein Online-Seminar denn tatsächlich kaufen solltet. Ja? Und zu guter Letzt möchte ich natürlich auch kurz nochmal Werbung machen für die Fotoreisen 2016. Also ich mache das mit einem renommierten Reiseveranstalter, der heißt World Insight. Mit dem war ich jetzt auch gerade in Deutschland unterwegs und habe meine Dia-Show, sage ich jetzt mal ganz altmodisch, in verschiedenen deutschen Städten gezeigt, bis hin in Wien auf der Photo Adventure. Und das Thema war eben Kambodscha. Im Januar gehe ich damit nochmal auf Tour. Und mit dem mache ich eben diese Fotoreisen zusammen. Einmal Kambodscha ist im Programm, Marokko ist im Programm, dann Mallorca haben wir jetzt in Planung, Sizilien ist in Planung. Also da bieten wir einiges und wenn ihr da Fragen habt oder auch Anregungen, welches Land euch gerne mal interessieren würdet, wo ihr gerne mal hingehen würdet, einfach mir eine E-Mail schreiben, jederzeit natürlich auf Facebook oder hier über die Internetseite. Also erreichen tut mich nahezu immer. Was gibt's sonst noch bei uns? Eben, wir haben die Facebook-Gruppe vor einem Jahr gegründet und es sind derzeit über 840 Mitglieder. Ich denke mal, einige von euch sind da auch mit drin, weiß das auch, dass das so ist. Und da freue ich mich wirklich jeden Tag drüber, wenn ich da reinschaue, was für ein tolles Niveau wir da auf der Facebook-Gruppe haben, was da für tolle Bilder eingestellt werden und auch wie auch der Umgang miteinander ist sehr, sehr moderat und sehr anständig. Freut mich sehr, da jeden Tag reinzuschauen. Das ist eigentlich so meine Frühstückslektüre morgens beim Kaffee hier im Fotostudio. Mache ich als erstes die Facebook-Gruppe auf und gucke, was da Neues drin ist. Dann der YouTube-Kanal, habe ich schon kurz erwähnt, wo wir immer wieder kleine Gratis-Tipps geben. Und dann sei noch mal eben erwähnt, dass ich im Januar wieder auf Tour gehe. Ihr habt also die Möglichkeit, dass wir uns auch mal live und in Farbe treffen. Und alle Infos, in welchen Städten ich bin, die findet ihr eben unter worldinsight.de/events und da seht ihr dann schon eben mein Konterfei und Katalogpräsentationen ist das im Januar. Wie gesagt, in mehreren deutschen Städten, schaut da einfach mal drauf bei World Insight oder auf meine Reisefotografie findet ihr es natürlich auch. Und ich würde mich freuen, da den einen oder anderen von euch wirklich vielleicht mal live und in Farbe kennenzulernen. Ja, soweit so gut in eigener Sache. Jetzt würde ich gern an den Gerion übergeben. Thema Landschaftsfotografie. Also hier allein schon das Foto, was du mir da zur Verfügung gestellt hast, Gerion, das fand ich schon super schön und faszinierend. Und unter Einsatz deines Lebens stehst du da auf einer Klippe. Ich finde es klasse. Ja, ich übergebe dir mal die Moderatorenrolle. So, Modele. Also Moderatorenrolle ist übergeben, Gerion. Insofern warte ich auf deinen Monitor. Wir haben deinen Monitor und du startest deine Exe. Wunderbar. So, könnt ihr das Bild sehen? Ich hoffe doch. Martin, siehst also du mich? Also ich sehe es, jawohl. Die anderen ja, wunderbar. Sehen. Dann weiß ich, dass ich online bin, da freue ich mich ja drauf. Ja, also ich sage auch dann mal, Gerrit, ja ganz bitte. Kurz, ganz kurz, ja? Ja? Ein bisschen leiser. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir kommt es wahnsinnig laut an. Also ja, ich weiß ja gar nicht, wie ich das so machen soll, ne? Mhm. Nee, so ist gut. Alles prima. So ist gut. Sorry, Entschuldigung für die Unterbrechung. Okay. Ja, da möchte ich mich auch nochmal kurz vorstellen. Mein Name ist halt Gerion Römer und das Bild seht ihr da auch nochmal jetzt hier gerade auf dem Monitor. Na, die schönsten Bilder, die es gibt, die sind die von früher. Das Bild ist mittlerweile 8 Jahre alt. Muss ich da vielleicht so ein paar Falten mehr zudenken und ein paar Haare weniger oder sowas, aber ja. Ist das so, Gerion? Ist das so? Also, nein, also. Ne? Ich glaube, ich komme mal bald zu dir ins Studio und du musst mich nochmal neu ablichten. Dann möchte ich aber, dass das Bild genauso aussieht hinterher, wie dieses 8 Jahre alte Bild. Selbstverständlich. Und dann nehmen wir keine Lichtwanne mit einem quadratischen Punkt im Auge, sondern nehmen da einen Schirm, dass du einen schönen Lichtpunkt hast. Ja,
Genau, das hast du mir ja schon mal gesagt. Ja gut, heute geht es also nicht um Porträtfotografie, sondern ich wollte ein bisschen was über Landschaftsfotografie erzählen. Und ja, ich möchte vielleicht am Anfang mal erzählen, wie ich selber zu dieser Landschaftsfotografie gekommen bin. Und zwar hatte ich mein Schlüsselerlebnis mit 13 Jahren, als meine Eltern mich mitgeschleppt haben auf einen Dia-Vortrag. Die haben also gesagt, Junge, du kommst jetzt mit, wir machen jetzt Dia-Vortrag. Und das hat mir also überhaupt nicht gefallen. Mit 13 Jahren hatte ich da ganz andere Sachen im Kopf. Aber ich muss sagen, dass dieser Dia-Vortrag, der mich dann wirklich nachhaltig beeindruckt hat, das war sogar ein Vortrag über Norwegen, ein Land, was ich also nachher dann sehr, sehr häufig selber bereist habe. Begeistert hat mich dann aber nicht nur dieses Land, die Geschichten über das Land und die Bilder über das Land, sondern natürlich auch überhaupt so diese Art der Präsentation, der Bildpräsentation, dass man also nicht einfach nur ein einzelnes Bild hat, sondern dieses Bild eingebettet wird in eine Tonkulisse, in Geschichten mit Musik dazu, dass also richtig man so eintauchen konnte, atmosphärisch in diese Naturaufnahmen, in die Landschaftsaufnahmen. Und das war das, was mich also vom ersten Moment an total begeistert hat und seitdem auch wirklich nicht mehr losgelassen hat. Ich habe seitdem selber zwei aufwendige Multivisionen produziert. Norwegen war dann natürlich naheliegend das erste Thema. Dort reise ich seit mittlerweile 24 Jahren regelmäßig hin, begleite auch gelegentlich Kreuzfahrtschiffe als Lektor. Und der zweite Vortrag ist Schottland, der ist vor 1,5 Jahren fertig geworden. Ich bleibe also so ein bisschen oben dem Norden Europas treu. Und das sind also die beiden Multivisionen, die ich dann zeige. Und wer dieses Medium jetzt vielleicht noch nie gesehen hat, ja, der stellt sich vielleicht so Opas Dia-Vortrag von früher vor. So sieht das heute natürlich nicht aus. Das sind dann schon eher große Säle, wo sowas dann stattfindet. Ja, das ist also hier zum Beispiel im Cinedom-Kino in Köln der große Saal, also eine 22 Meter breite Leinwand. Projiziert wird mit einem riesigen 4K-Beamer mit einer unglaublichen Lichtstärke. Und wenn man auf so einer Leinwand dann wirklich mal seine Fotos präsentieren kann und das mit der entsprechenden Soundkulisse, das ist also wirklich was richtig toll ist. Damit möchte ich wirklich mal ausgesprochen Werbung machen, nicht jetzt nur für meinen Vortrag, sondern überhaupt für dieses Medium. Leute, schaut euch die Live-Multivisionen an. Das ist wirklich ein Medium, was total faszinierend ist, überhaupt nicht verstaubt und richtig modern. Und ich hoffe, dass es das auch noch viele Jahre lang weiter so geben wird. Ja, ich möchte mal ein bisschen anfangen zu plaudern, was mir so für Gedanken gekommen sind bei dem Thema Landschaftsfotografie. Und zwar möchte ich jetzt gar nicht mal über die technischen Sachen reden. Da hat der Martin in seinem auf deiner Seite auch schon ganz viele Hinweise gegeben. Wir haben gerade schon gehört, der Einsatz von ND-Filtern und so weiter. Ich möchte mich aber von der Technik heute mal komplett lösen und das Ganze mal so ein bisschen unterhaltsamer angehen, vielleicht auch von der Strategie her. Erstens schauen wir uns mal an, was ist ein gutes Foto. Danach schauen wir uns dann an, wie mache ich ein gutes Foto. Das dauert ungefähr eine Stunde und hinterher sind wir alle die besten Fotografen. Nee, aber so mal ganz im Ernst, das ist schon ein Aufbau von zwei wichtigen Kapiteln, mit denen man sich der Fotografie schon nähern kann. Denn bevor ich überhaupt anfange, gut zu fotografieren, sollte man sich ja auch mal Gedanken darüber gemacht haben, ja, was macht denn jetzt ein gutes Foto tatsächlich auch aus? Was ist denn eigentlich ein gutes Foto? Da denken viele, das wäre Geschmackssache, aber ich bin überzeugt davon, dass es zu mindestens 95% keine Geschmackssache ist, sondern richtigen Regeln folgt, dass man also wirklich bewerten kann, objektiv bewerten kann, das ist ein gutes Foto und dieses Foto ist dann vielleicht nicht so gut gelungen. Ich mache nicht nur solche Dia-Vorträge oder Live-Multivisionen, ich bin auch noch als Fotografielehrer an einem Berufskolleg tätig. Und die Teilnehmer, die dann zu mir kommen, dem stelle ich auch immer die Frage am Anfang, was ist eigentlich ein gutes Foto? Und dann machen wir so einen Test am Anfang. Das finde ich eigentlich immer ganz interessant. Also ich zeige den Teilnehmern einfach mal so 20 verschiedene Bilder, die ich vorher ausgewählt habe, und bitte dann die Schüler, wenn ihnen irgendwas mal gefallen hat an einem Foto, das dann in einem Stichpunkt auf einen Zettel zu schreiben. Ja, also pro Zettel ein Stichpunkt. So, die Zettel werden dann hinterher schön gesammelt. Ja, so ist das dann halt in der Schule und dann werden Doppelte rausgeschmissen und dann gucken wir uns einfach mal an, kann man die vielleicht irgendwie sortieren? Gibt es da so Ähnlichkeiten? Ja, also auf dem Tisch, auf dem Bild, was Sie jetzt hier alle sehen können, da liegen überall Zettel, wo mit einem Begriff draufsteht, das hat mir an einem Bild gefallen. Und wenn wir
wenn wir damit weiterarbeiten können, dann sind das ja letztendlich alles Kriterien, die uns helfen, gute Bilder zu machen. Es kommt immer das Gleiche raus. Und ich glaube, wenn wir das hier im Chat machen würden, dann wird auch das Gleiche rauskommen. Alle Sachen, die mir an einem Bild gut gefallen oder den Schülern an einem Bild gefallen, die lassen sich in drei Kategorien einteilen. Die erste Kategorie, die könnten wir einfach mal Gestaltung nennen. Da tauchen dann solche Begriffe auf wie Farbkontrast, Bildformat, Linienführung und so weiter. Das zweite, das hat dann was mit der Kameratechnik zu tun, ja, Schärfentiefe, lange Belichtung, Fokus, ja, was den Betrachtern der Fotos jeweils gefallen hat. Ja, und das dritte ist eigentlich vielleicht das Interessanteste. Das dritte habe ich mal Bildidee genannt. Lichtstimmung, die Weite der Landschaft, der besondere Moment. Und ja, Bildidee, das klingt jetzt ein bisschen abstrakt vielleicht, aber das ist letztendlich der Grund, warum der Fotograf auf den Auslöser gedrückt hat. Denn warum fotografieren wir? Wir wollen ja schließlich Emotionen einfangen. Wir haben die Idee oder die Vorstellung, eine Emotion von einem bestimmten Moment, und den wollen wir dann umsetzen. Interessant ist, dass in diesen Zetteln, also in diesen Stichpunkten für gute Fotos, ein Begriff eigentlich überhaupt nicht auftritt, und das ist der Begriff vom Motiv. Das Motiv ist eigentlich wirklich unerheblich für ein gutes Foto. Ein Motiv ist letztendlich nur die Anwesenheit irgendeines Körpers, der da jetzt zufällig mal da ist. Aber nur weil ein Motiv jetzt möglicherweise schön oder weniger schön ist, heißt das noch lange nicht, dass wir da ein gutes Foto bei rauskommen. Denn um ein Motiv zu einem guten Foto zu machen, brauche ich eine Bildidee. Ich muss mir als Fotograf vorher irgendwie klar werden, was will ich denn eigentlich hier zeigen? Ja, hier steht jetzt Motiv, das kann ein Berg sein, ja, aber wie möchte ich den Berg denn darstellen? Möchte ich den romantisch darstellen? Möchte ich den im Abendlicht darstellen? Möchte ich den als besonders gefährlich darstellen? Ja, das muss ich halt vorher wissen, vorher festgelegt haben. Und wenn ich dann eine Vorstellung davon habe, was ich denn eigentlich will mit diesem Motiv, dann kann ich hergehen und mit Gestaltungselementen und mit der Kameratechnik diese Bildidee zu unterstützen. Das ist für mich eigentlich die universalste Bewertung eines Fotos. Jeder hat da wahrscheinlich seine eigenen Vorstellungen, seine eigenen Rezepte, wann ein Foto gut ist oder nicht. Aber ich finde, das ist eigentlich so das Universellste. Das gilt für jede Art von Fotos, für jede Branche der Fotografie. Ich denke, das ist so allgemein anwendbar. Also hier geht es nicht um eine Hierarchie. Hier heißt es nicht, dass die Idee das Wichtigste ist und Gestaltung und Technik weniger, sondern es geht um eine Harmonie. Ja, Idee, Gestaltung und Technik müssen eine Sprache sprechen. Aber die Idee muss am Anfang da sein. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch. Ich möchte das mal mit einem Beispiel erklären, was ich jetzt damit meine. Hier haben wir mal ein Foto. Das ist, die Nordlandfahrer unter euch, die werden das vielleicht wissen. Das ist die Stabskirche von Heddal in Südnorwegen. Und das ist die größte Stabkirche, die es in Norwegen gibt. Und die wollte ich halt mal fotografieren. Bei diesem Wetter bin ich dann da angekommen. Und die Idee, die ich hier umsetzen wollte, war gar nicht mal zu zeigen, wo diese Kirche jetzt steht, sondern ich wollte diese Struktur dieser Holzschindeln darstellen. Das sind also Kirchen, die sind 800 Jahre alt und die bestehen komplett aus Holz. Da ist nicht ein einziger Nagel aus Metall drin. Und diese Holzstrukturen, die wollte ich darstellen. Gestaltungsmäßig habe ich mir dann überlegt, um diese Bildidee zu unterstützen, möchte ich den kompletten Vordergrund oder die Umgebung, wo diese Kirche steht, komplett ausklammern. Bin nah rangegangen, Weitwinkelobjektiv, habe die Kamera nach oben geschwenkt, dadurch habe ich stürzende Linien bekommen, was mir aber in diesem Fall gar nichts gemacht hat, ganz im Gegenteil, das fand ich also der Bildidee eher noch zuträglich. Ja, und an Kameratechnik habe ich hier in diesem Fall einen Polfilter eingesetzt, was mir dabei geholfen hat, die Reflexionen auf diesen Holzschindeln zu eliminieren und gleichzeitig das Himmelsblau noch zu verstärken. Dann habe ich noch so einen leichten Verlauf-Graufilter oben reingemacht, dass der Himmel nach oben etwas dunkler wird. Und ich finde, die Bildidee, diese Schindeln darzustellen und diese Holzstruktur darzustellen, die ist durch die Gestaltungs- und Technikelemente ganz gut unterstützt worden. So, und jetzt gucken wir uns mal das gleiche Motiv an und dann aber mit einer komplett anderen Bildidee. Und ich denke, da sind wir uns einig. Das ist die gleiche Kirche, aber also nach wie vor das gleiche Motiv. Ja, es ist ja die gleiche Kirche, aber die Bildidee ist halt eine komplett andere.
Also worauf es hier ankommt, das sieht hoffentlich jeder. Ja, also hier wollte ich nicht die Struktur dieser Holzschindeln darstellen, sondern ich wollte dieses Atmosphärische wollte ich wiedergeben. Ja, diese alten mittelalterlichen Kirchen, bin dann also auf den Friedhof gegangen, dass man auch sehen kann, da stehen Grabsteine, und dann kommt der Mond raus, dann habe ich 4 Minuten Belichtungszeit gehabt, dass die Wolken noch so ein bisschen verschwimmen. Ja, und das ist für mich also der Unterschied zwischen Fotografieren von einem Motiv und Fotografieren von einer Bildidee. Jetzt kann ich natürlich die Bildideen nicht nur dadurch variieren, dass ich mal tagsüber dahin gehe und mal nachts dahin gehe. Manchmal reicht auch einfach ein anderer Bildausschnitt. Das Bild hier, das habe ich nachgemacht von einer Postkarte. Ich hatte also eine Postkarte vorliegen, die ich kurz vorher gekauft habe. Das ist der Hafen von Henningsvær auf den Inseln der Lofoten in Nordnorwegen. Ja, und dann habe ich also mir genau den Standpunkt ausgesucht, den der Mensch auf diesem Postkartenbild auch gemacht hat. Und habe dann das Bild sozusagen nachgemacht. So, dann habe ich aber dabei festgestellt, dass die Idee des Fotos jetzt auch irgendwie nicht so ganz rüberkommt, weil das auf dieser Postkarte natürlich eine ganz andere Beleuchtungssituation war. Also das stimmte hinten und vorne nicht. Naja, und dann habe ich halt die Postkarte mal zur Seite gelegt und habe mir dann selber überlegt, ja, was ist denn jetzt hier eigentlich, was kann hier die Bildidee sein? Was ist denn eigentlich das Interessanteste auf diesem Bild, was ich darstellen will? Na, ich dachte, Mensch, hier diese Häuser, die hier so angestrahlt werden von der Abendsonne und dazu noch das ruhige Wasser hier von dem Hafen, das ist das, was mich am meisten interessiert. Also habe ich eine andere Brennweite genommen und einfach vom gleichen Standpunkt aus ein anderes Bild gemacht und damit eine andere Bildidee umgesetzt. Hier geht es nicht um die räumliche Anordnung dieses Hafens, sondern hier ist die Bildidee tatsächlich die Spiegelung. Ja? Und um das gestalterisch umzusetzen, habe ich halt die Spiegelebene so ungefähr auf die Mittellinie gelegt, dass auch klar wird, dass wir oben einen angeleuchteten und unten einen gespiegelten Teil haben. Und auf die Art und Weise habe ich eine andere Bildidee jetzt umgesetzt. Ich kann aber auch Bildideen dadurch variieren, dass ich vielleicht einfach den Standort mal variiere und zusätzlich dann noch Ausschnitte wähle. Hier ist so ein Beispiel, das war auf einer Wanderung, die ich durch Südnorwegen gemacht habe. Den ganzen Tag über hat es geregnet und abends kam dann nochmal, wie das so häufig im Norden ist, nochmal ganz kurz die Sonne raus. So ein ganz schmaler so eine Wolkenlücke kurz über dem Horizont und ganz kurz bevor die Sonne unterging, kam sie dann noch einmal mit einem wahnsinnigen Licht, mit ganz klares Licht, sehr intensiv hier in diese Landschaft. Und dann bin ich sofort halt natürlich los mit der Kamera und war ein bisschen in Eile, weil ich wusste, sowas hält nicht lang. Ja, und dann habe ich schnell halt diese Aufnahme gemacht. Das war das Erste, was mir so einfiel, hier so so eine Symmetrie zu erzeugen. Ja, hier so ein recht symmetrisches Bild. Und ja, das ist halt da war die Bildidee, die Räumlichkeit der Landschaft darzustellen. Dann hatte ich noch ein bisschen Zeit und dachte, Mensch, das Licht ist noch da, machst du mal eine Variante. Dann bin ich hier auf der rechten Seite weiter hochgelaufen, habe eine andere Brennweite genommen und habe diesen Berg hier dann mir mal vorgenommen und dachte, Mensch, das ist doch das, was dich am meisten interessiert. Versuch doch damit mal eine andere Bildidee umzusetzen. Das ist dann halt daraus geworden. 1 Minute später ist die Sonne dann auch schon verschwunden. Und es geht jetzt hier gerade gar nicht darum, zu bewerten, ob Ihnen das Bild jetzt vorher oder dieses Bild mehr gefallen hat, sondern es geht nur darum, einfach mal zu sehen, dass es Varianten sind. Wie sehr sich eine Bildidee unterscheiden kann, obwohl das Motiv das gleiche ist. Und ich denke, das ist hier ganz klar geworden. Dieses Bild ist überhaupt nicht räumlich. Man hat gar keinen Größenmaßstab. Dieser Felsen, der hier im Vordergrund liegt, der war fast 10 Meter hoch. Das war ein Riesending. Ja, das kann man also hier überhaupt nicht abschätzen. Und hier haben wir also eher so eine Struktur, ein Spiel mit Formen und Farben und gar nicht dieser räumliche Eindruck von dem Bild vorher. Ganz kurze Zwischenfrage, Ja, nochmal bitte. zu dem Bild, Gerion. Also du bist jetzt einfach wirklich von dem ersten Standpunkt einfach nur 50 Meter weitergelaufen und hast dort das neue Motiv gefunden, oder? Habe ich das Genau, das richtig waren, verstanden? ja, oder waren 200 Meter oder 300, aber letztendlich, genau. Also 5 Minuten später war dann die zweite Aufnahme. Also einfach durch eine leichte Standortveränderung wieder eine ganz neue Bildidee, ein ganz neues Motiv kreiert, ne? Genau, und ein Beschränken darauf, was interessiert mich an einem Bild am meisten? Also was will ich darstellen? Was will ich eigentlich bei einem Bild? Und ich glaube, das ist so ein Schlüssel bei vielen Landschaftsaufnahmen, die ich vielleicht mal im Internet sehe, die mir nicht so sehr gefallen. Da denke ich mir jedes Mal, Mensch, der Fotograf hat wahrscheinlich in dem Moment gar nicht so richtig gewusst, was ihn am meisten interessiert.
Und das ist mir irgendwann mal so klar geworden und da habe ich mich versucht zu disziplinieren. Ich habe also jedes Mal, wenn ich durch den Sucher geguckt habe und bevor ich den Auslöser gedrückt habe, habe ich mich selber dann mal fast laut gefragt, Mensch, was interessiert dich denn hier am meisten? Und es ist echt verblüffend, wie oft man dann da steht und da keine Antwort drauf hat. Und das sind vielleicht die Aufnahmen, die man dann einfach mal lassen sollte. Einfach mal zum Training einfach mal lassen. Das sind vielleicht die schwierigsten Aufnahmen. Nicht die, die man macht, sondern die, wo man sich selber gezwungen hat, die nicht zu machen, sich selbst diszipliniert hat und dann vielleicht auch ein Schrittchen weiter in Richtung Qualität gegangen ist. Einfach weg von dem tausende Aufnahmen machen und später am Computer selber suchen. Nein, einfach selber gezielt überlegen, was interessiert mich und die Bildidee dann ganz gezielt mit Gestaltung und Technik umsetzen. Ja, finde ich einen spannenden Ansatzpunkt. Finde ich gut. Ja, ja, verstehe. Ja, also ich würde hier als Fazit mal sagen, ein gutes Foto zeigt eben nicht einfach nur ein Motiv, ja, sondern eine Bildidee. Und wenn man diese Bildidee nicht sehen kann, beziehungsweise wenn ich als Fotograf diese Bildidee gar nicht habe, dann hat der Zuschauer auch überhaupt keine Chance, diese Bildidee in dem Bild zu finden. Wenn ich als Fotograf es nicht habe, dann der Betrachter erst recht nicht. Ja, und das, denke ich, ist der Schlüssel. Das hängt schon miteinander zusammen. Ja. Ja, es geht eigentlich immer darum, dass man das Bild einfach aufräumt und auch Ruhe ins Bild einfach reinbringt, ne? Und genau, sich mit dem Motiv auseinandersetzt und dann vielleicht vom ersten Bild dann weiterarbeitet, eben Standpunkt nochmal verändern, 200-300 Meter sich nochmal bewegen und nochmal andere Brennweite da irgendwie benutzen, ne? Aber nur wenn ich weiß, worauf es mir denn hier ankommt mit der Bildidee, dann kann ich experimentieren, um das Bild besser zu machen. Dann kann ich eine andere Brennweite nehmen oder den Standpunkt verändern. Aber da brauche ich vorher die Idee, sonst denke ich, geht das gar nicht. Ne? Sag mal, Gerion, wie ist das, wenn du jetzt da vor Ort bist beim Fotografieren? Gehst du dann dahin und guckst erst gar nicht durch die Kamera, lässt die Kamera völlig beiseite und machst das Bild erstmal in deinem Kopf fertig oder richtest du schon erstmal die Kamera drauf und sagst so, ich mache jetzt mal einfach ein Bild zum Einsteigen und fange dann mich an, mit dem Motiv auseinanderzusetzen? Ja, ich bin in der Mittelformatfotografie groß geworden, wo also jeder Druck auf den Auslöser damals eine Mark gekostet hat. Und das ist immer noch so ein Sparprozess, der bei mir abgeheftet ist. Also ich bin dann wirklich, ich hau nicht einfach drauf. Das ist aber einfach, weil ich es mehr oder weniger so gelernt habe. Das Wichtigste ist für mich so das Aufnehmen der Atmosphäre und das Sehen, Mensch, da ist irgendwas Interessantes. Dann hole ich aber auch ziemlich schnell die Kamera raus. Aber bevor ich dann die erste Aufnahme mache, habe ich mir dann schon meistens irgendwie was überlegt und habe dann auch ein Stativ aufgebaut grundsätzlich und Verlauffilter eingesetzt oder sowas. Und dann mache ich das so langsam. Also ich bin ein bisschen langsam. Also ich brauche dann auch Zeit. Ich möchte die Zeit dann auch ganz gerne haben. Ich mag es gar nicht, wenn ich ganz schnell reagieren muss. Das ist also in der Landschaftsfotografie dann auch manchmal echt schwierig. Das hat viel mit Rennerei zu tun, ja, mal eben da den Berg rauf rennen und dann kommt man völlig verschwitzt und außer Atem oben an und dann ist es doch nichts und dann läuft man wieder runter, ja. Das mag ich nicht so gern. Okay. Okay, das war einfach das, was ich am Anfang mal loswerden wollte, das hier mit der Bildidee. Ja, also nicht mehr auf den Auslöser drücken, wenn man die Idee nicht hat am Anfang. Ich denke, damit kommt man für sich selber natürlich immer schon so ein Stückchen weiter. Kameratechnik wollte ich ja heute mal ausblenden. Das ist mal ein ganz anderes Thema. Bildgestaltung wäre das, wo ich noch ein bisschen was zu erzählen wollte. Also wie kann ich denn mit der Bildgestaltung die Wirkung einer Bildidee dann umsetzen? Und ich habe mal ein schönes Zitat gefunden. Das ist also das schönste Zitat zum Thema Bildgestaltung. Das hat mir total gefallen. Und zwar ist das Zitat von Paul Klee. Das ist ein Maler. Der hat 1920 mal so folgenden Satz gesagt. Dem gleich einem weidenden Tier abtastenden Auge des Beschauers sind im Kunstwerk Wege eingerichtet. Das fand ich toll. Ja. Also aber abstrakte Nummer hier. Das ist eine abstrakte Nummer. Aber was mir daran so gefallen hat, ist, wir sind ja heute so gewöhnt, ständig zu gucken und von einem Bild auf das nächste zu gucken. Aber dass er das so formuliert, dass unser Auge gleich einem weidenden Tier, ja, also wie so ein hungriges Tier, was irgendwas sucht im Bild, ja, dass diese Blicke über das Bild gehen und dass man diesen Blicken hier Wege einrichten muss. Das ist nicht mehr unsere Sprache, ne, das ist fast 100 Jahre alt, aber da ist was dran. Ich will das mal an einem Beispiel festmachen.
Das war in Nordnorwegen. Eine Woche lang fast schlechtes Wetter und dann irgendwann um die Mittagszeit am nächsten Tag blauer Himmel und Schnee auf den Bergen. Im Vordergrund eine schöne rot-gelbe Wiese. Ganz toll. Rot-gelb? Nein, grün-gelb. Ja, und da geht einem natürlich das Herz auf und da habe ich als erstes das Weitwinkelobjektiv rausgenommen und wollte möglichst viel von dieser tollen Landschaft da einfangen. Aber wo sind denn die Wege? Wo sind meinem gleich einem weidenden Tier abtastenden Auge des Betrachters, wo sind denn hier die Wege eingerichtet, ne? Ich meine, das passiert sehr häufig. Man hat so irgendwie das Gefühl, das ist total toll und das Weitwinkelobjektiv kann nicht weitwinklig genug sein, damit möglichst viel draufkommt. Aber irgendwie fehlt hier was. Ja? Das ist langweilig, das Bild. Schön wäre, wenn hier irgendwo ein Eyecatcher stehen würde, also irgendein ein Punkt, der das Auge des Betrachters abholt. So eine Hütte zum Beispiel. Wo hast denn die jetzt hergezaubert? Ja, die habe ich Was ist gebaut. jetzt? Das musste schnell gehen. Ja? Und ihr seht ja auch, die Sonne, die hat sich in der Zeit vom Standpunkt her gar nicht verändert. Ja? Das ging also ganz schnell. So Klamotten für so eine rote Hütte habe ich immer im Auto und es geht ganz schnell. Sehr Nee, cool. aber vielleicht sieht jeder, wie sich das auf einmal verändert hat, ja, wie das Bild anders geworden ist, nur durch diesen winzig kleinen Punkt. Guck mal, was das für eine kleine Fläche ist im Vergleich zu einem Gesamtbild, ja, und trotzdem beeinflusst dieser eine rote Punkt das Bild komplett. Unter anderem deswegen, weil es natürlich hier auf einmal die drei Komplementärfarben sind, die wir hier zusammen haben und das natürlich richtig so ins Auge knallt. Also das ist ja kein sanftes Bild, sondern das schlägt einem richtig ins Gesicht. Gut. Das ist schon mal gar nicht schlecht, aber wenn wir uns jetzt mal angucken, wie dieses Bild aufgeteilt ist, dann stellt man fest, der Horizont ist genau auf der horizontalen Mitte, ja, also auf dem, wie soll ich sagen? Ja, also der Horizont ist in der Mitte, die Hütte ist genau in der Mitte und deswegen ist das Bild natürlich so ein bisschen fad. So, was könnte ich jetzt machen? Ich könnte zum Beispiel das Bild dadurch ein wenig mit mehr Spannung versorgen, indem ich die Hütte mal nicht in die Mitte mache, sondern vielleicht einfach mal ein Stückchen weiter, zum Beispiel links. Ja, und da gibt es jetzt diese berühmte Regel, wohin weiter links? Entschuldigung. Da ist natürlich viel Platz auf der linken Seite, aber ich kann das zum Beispiel mal in den goldenen Schnitt setzen. Hat bestimmt schon jeder mal gehört. Was ist denn jetzt nochmal der goldene Schnitt? Das ist das da. Ja, das ist also, das klingt ein bisschen kompliziert. Nur mal kurz zur Erklärung. Wenn dieses Bild hier 1 Meter breit wäre, dann wäre dieser goldene Schnitt von der linken Kante 38,2 cm entfernt und von der rechten Kante 61,8. Beides zusammengesetzt wäre dann genau 1, also 1 Meter. Und das ist halt die Dimension, wo dieser goldene Schnitt liegt. Wie kommt man jetzt auf diese Zahlen? Ja? Das ist einfach eine Harmonie, die früher schon die alten Azteken und die alten Griechen kannten. Die haben danach ganze Tempelanlagen gebaut, weil man einfach gemerkt hat, dass das menschliche Auge, die menschliche Wahrnehmung auf diesen goldenen Schnitt reagiert. Das ist also wie so eine Art Automatismus, dass man sagen kann, wenn so eine rote Hütte im goldenen Schnitt sitzt, dann gibt es bestimmt 80% der Leute auf der Straße, die von diesem goldenen Schnitt noch nie was gehört haben. Die finden aber, dass die Hütte an der Stelle, genau an der Stelle, besonders harmonisch wirkt. Ja, das ist, wer da Interesse hat, da mal weiter drüber nachzulesen, gibt es natürlich im Internet auch viel zu sehen. Ja, das ist also letztendlich so wie so ein Kochbuchrezept. Wenn ich irgendwie einen Punkt habe, wie so eine rote Hütte, die so ganz markant in dem Bild hervorsticht, dann wäre es bestimmt kein Fehler, einfach mal an den goldenen Schnitt zu denken. So, von diesem Okay. goldenen Schnitt gibt es aber nicht nur einen linken, sondern es gibt natürlich, wenn man die Seitenverhältnisse ändert, auch noch einen rechten. Es gibt auch noch einen oberen und einen unteren. Und so gibt es dieses Raster vom goldenen Schnitt, was mir ein paar Anhaltspunkte gibt, wo ich bestimmte Objekte im Bild platzieren kann. Das ist wichtig vielleicht auch. Kann, ja. Das ist also nicht, es gibt keine Regeln, keine Verpflichtungen. Das wäre ja auch irgendwie schade. Ja, aber da kann ich mitspielen mit diesen Punkten. Wichtig ist hierbei, das ist nicht die Drittelregel. Die möchte ich, ne, also wenn man diese drei Teile hier miteinander vergleicht, dann ist das keine Drittelaufteilung, sondern der goldene Schnitt ist in der Mitte ein bisschen enger zusammen. Martin, hast du noch irgendwas oder dir brennt das Ja, unter den vielleicht Nägeln? kann man da als Tipp einfach einmal auch noch mitgeben, wenn man jetzt eben so Zahlen hatte, 0,31 zu 0,6 oder so, das ist vielleicht ein bisschen kryptisch, kann man sich schlecht merken. Aber man macht es eigentlich fast schon automatisch, eben weil es harmonisch ist für den Betrachter. Und was ich da ganz gerne mache, also ich blende mir wirklich auf der Mattscheibe die Hilfslinien ein.
Die könnt ihr wirklich mittlerweile bei nahezu jeder Digitalkamera könnt ihr die einblenden. Blend mir dieses Gittermuster ein und dann sehe ich nämlich genau das, was der Gerion jetzt gerade hier zeigt. Wahrscheinlich mit rechts und links noch mehr. Aber ihr könnt dann wirklich mit der Bildgestaltung arbeiten und vor allen Dingen, was auch ganz wichtig ist, ihr seht es auch beim Gerion, ein Horizont ist zum Beispiel ganz gerade drin, weil er einfach parallel zu dieser weißen Linie verläuft. Auch sowas könnt ihr mit dem Einblenden von diesen Gitter in der Digitalkamera direkt im Sucher vereinfacht euch. Ne? Ja, wobei das Gitter, was man im Sucher sich einblenden lassen kann, in der Regel ja kein goldenes Schnittgitter, sondern dann tatsächlich so eine Fünfer-Einteilung oder Dreier-Einteilung ist. Genau. Es gibt aber mittlerweile, habe ich mir sagen lassen, auch Kameras, die das direkt im Kameradisplay schon anzeigen. Da kann man also umschalten auf goldenes Schnitt und dann werden genau diese vier Linien angezeigt. Seit Photoshop CS 6 gibt es Freistellungswerkzeuge, die auch schon direkt diese goldene Schnitteinteilung da haben. Das erleichtert natürlich hinterher das Korrigieren von der Position am Monitor nochmal erheblich. Ja, also man kommt natürlich so aus dem Bauch raus, mit dem Bauchgefühl kommt man beim Fotografieren schon relativ weit. Aber das richtige, genaue Auspositionieren, wenn man wirklich Wert auf den goldenen Schnitt legt, das kann man dann wirklich am besten am Monitor machen. Ja, ich nehme jetzt mal den oberen linken goldenen Schnitt raus, also diese Schnittpunkte von zwei goldenen Schnittpunktlinien, denen kommt natürlich noch eine besondere Wirkung zu und ich setze jetzt die Hütte dann einfach mal auf diesen oberen linken goldenen Schnitt und wenn ich alle Hilfslinien jetzt ausblende, dann sind wir uns hoffentlich einig, dass das Bild einfach komplett anders aussieht als das vorher, ja, als das erste Bild. Ohne Hütte und dann mit Hütte und jetzt alles so positioniert, dass ich da so eine goldene Schnitteinteilung habe. Und hier geht es wieder auch mal gar nicht so darum, ob das jetzt wirklich schöner ist, das Bild, oder ob das sofort gefällt, sondern es geht darum, Varianten zu suchen. Dass man einfach ein Gespür dafür hat, Mensch, dieses Bild wirkt anders. Und wenn jemand das Gefühl hat, das wirkt zwar anders, aber es gefällt mir nicht, dann um Gottes Willen lassen. Es ist natürlich kein Fehler, nicht den goldenen Schnitt anzuwenden, aber ich finde, es ist ein Fehler, nicht zumindest in so einer Situation an den goldenen Schnitt zu denken und den zumindest als Variante mal durchzuprobieren. Ich denke, so kann man das sagen. Jetzt haben wir natürlich nicht überall solche Hütten, aber es ist wirklich erstaunlich, wie oft in der Landschaft markante Punkte zu sehen sind. Sowas ist natürlich ein gefundenes Fressen, hier so ein Berg mit einer ganz klaren Spitze, ja, und das macht man dann irgendwann in schlafwandlerischer Sicherheit, dass man die Bergspitze dann wirklich exakt auf den goldenen Schnitt setzt. Und ich habe mir hier sogar nochmal den Spaß gemacht, beim Fotografieren diese beiden Steine dann entsprechend noch symmetrisch zu platzieren, um also auch nach unten hin so eine Betonung des goldenen Schnittes hier zu erzeugen. Sieht man eigentlich meine Maus, wenn ich hier so drüber fahre, Martin? Ja, sieht man gut. Okay, ich habe es extra größer gemacht, damit die jeder sehen kann. Mhm. Nee, ist prima, arbeite da ruhig mit. Ja, Bergspitzen hat man vielleicht ja auch nicht immer. Dann geht es vielleicht eher darum, irgendwie so eine Empfindung dafür zu bekommen, wo der Schwerpunkt dieses Bildes ist. Also hier zum Beispiel haben wir jetzt ganz viele Schnittpunkte. Wir haben so Berge, die ineinander übergehen. Ja, wo wäre denn jetzt hier der markanteste Punkt, der auf den goldenen Schnitt gehört? Ich denke, gerade bei diesem Bild jetzt hier, da muss man so ungefähr ein Gespür dafür haben, wo der Schwerpunkt ist. Der ist für mich nicht hier. Ja, sondern der Schwerpunkt ist da gucke ich hin, ich gucke ins Helle, ich will durch diese Berge, durch diese Fjordberge hier durch und irgendwo ist hier in dieser Fläche ein gefühlter Schwerpunkt und da würde ich dann den goldenen Schnitt hinsetzen. Das wäre jetzt hier, man könnte ihn sicher noch vielleicht einen Zentimeter weiter rechts setzen, ja, aber so geht das dann halt auch. Man braucht also nicht nur rote Hütten oder Bergspitzen, sondern es geht sehr häufig darum, einen Schwerpunkt zu platzieren. Wenn jetzt jemand sagt, mein Bild hat aber keinen Schwerpunkt, dann kann das vielleicht sogar sein, dass das der Grund ist, warum das Bild dann vielleicht nicht so richtig gut ist. Weil ein Bild ohne einen Schwerpunkt, da haben wir halt diese fehlenden Wege, die dem abtastenden Auge des Betrachters Wege bieten. Wenn wir diese Wege nicht haben, dann empfinden wir dieses Bild schwer als harmonisch. Dann sieht das mehr so aus wie ein Wimmelbild, was wir aus dem Kinderzimmer kennen. Ja, diese riesigen Bücher, wo ganz viel gleichberechtigte Sachen zu sehen sind und man überhaupt beim ersten Betrachten des Bildes überhaupt keinen Anhaltspunkt findet, was ist denn jetzt wichtig und was ist nicht wichtig. Ich hatte gesagt, der goldene Schnitt ist natürlich keine festgefahrene Regel. Ich habe es jetzt hier bei diesem Bild zum Beispiel mal extra ganz anders gemacht. Hier habe ich also gesehen, dass dieser Berg hier so schön aus den Wolken rauskommt und hier wollte ich halt gerade diese Symmetrie betonen.
Ja, ich habe den Berg also dann absichtlich genau in die Mitte gesetzt und hier gesehen, dass diese Bergwände links runtergehen und nach rechts wieder ansteigen. Das Gleiche habe ich dann auch mit mühevoller Arbeit dann hier vorne noch so hingekriegt. Hier ist so ein gedachter Bogen, ja, hier von der Reflexion und dann über diese ja, Sandbank oder was es dann ist. Ja, und so ergeben sich dann Symmetrien oder Ordnungen in dem Bild, dass ich als Betrachter schnell dieses Bild wahrnehmen kann und es auch automatisch als harmonisch empfinde. Also hier kein goldener Schnitt, sondern hier eine Betonung über die Mittellinie. Das Ganze wirkt natürlich dann etwas statisch, aber ich denke, hier bei so einem Motiv kommt dem Ganzen so was Majestätisches zu. Ja, das ist dann vielleicht statisch, aber im positiven Sinne. Ja, was natürlich als Bildordnungsmerkmal immer wieder gern genommen wird, das sind solche Spiegelungen. Das hat, denke ich mal, folgenden Grund. Das Gehirn ist beim Abtasten des Bildes viel schneller fertig. Wir brauchen nur den oberen Teil anzugucken und der untere Teil ist einfach nochmal das gleiche gespiegelt. Ja, also wir erkennen solche Details auf solchen Spiegelbildern viel schneller und das trägt natürlich auch noch dazu bei, dass wir das Bild schneller harmonisch finden können. Gleichzeitig ist eine spiegelnde Wasseroberfläche signalisiert mir als Betrachter in der Natur natürlich immer eine Windstille, überhaupt eine Ruhe, die diese Landschaft ausstrahlt. Und da haben wir natürlich direkt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also hier zur Bildgestaltung setze ich natürlich erstmal die Spiegelachse auf die Mittellinie, um also diese Spiegelung noch besonders zu betonen. Ja, und das Hauptelement dieses Bildes, das ist jetzt hier dieser Gletscherberg. Und der hat genau in der Mitte hat er noch so eine Einkerbung. Und ja, der Schwerpunkt dieses Gletschers, den habe ich dann auch gleich auf den goldenen Schnitt gelegt. Ganz kurz, Gerion, wo ja. war das jetzt alles? Die Bilder, die wir jetzt sehen, sind alle? Das ist alles Norwegen. Alles Norwegen, bisher, okay. Bisher alles Norwegen gewesen. Ja. Abgefahrene Landschaften, also wirklich, da ist ja, jetzt doch, was los. Ne? Da ist richtig was los, ja. Ja. Das ist ein ziemlich bekannter Fotopunkt. Da gibt es also einen Parkplatz. Man muss dann da aussteigen und über so einen Holzbohlenweg genau dahin gehen und dann so ein Foto machen. Allerdings, als ich dieses Foto hier gemacht habe, das war 3 Uhr morgens, da war ich dann natürlich mal wieder alleine. Und von dem markierten Fotopunkt aus hatte ich nicht so einen schönen Vordergrund. Da muss ich also noch ziemlich weit rumlaufen, um sowas in der Art zu finden. Ich wollte nämlich auch hier so eine geschlossene Harmonie erzeugen. Ich habe gesehen, dass die Berge im Hintergrund hier so einen Halbrund nach oben machen. Und ich wollte einen Vordergrund haben, der dieses Halbrund nach unten etwa so aufnimmt, sodass wir insgesamt so die Form einer Ellipse bekommen. Das ist auch ein geometrisches Mittel. Das ist natürlich, ja, das ist nicht in Stein gemeißelt, ist klar. Also die Berge laufen nicht exakt hier an dieser Kante und die Bäume natürlich auch nicht. Es geht hier so um grobe Strukturen und ja, die erleichtert dem Betrachter das Wahrnehmen, das Sortieren. Das sind Formen, die wir im Kopf abgespeichert haben und das sorgt dafür, dass wir solche Bilder harmonischer empfinden. Ja, und wenn man jetzt mal sieht, Hauptmotiv hier ist natürlich diese Kirche, das ist ganz klar und die schreit natürlich danach in den goldenen Schnitt gesetzt zu werden und das kann sie natürlich dann auch bekommen, ja, sieht man hier, rechte untere goldene Schnitt und ich denke, das ist ein super Beispiel hier, dieses Bild, wie man mit einer sehr geschlossenen Bildaufteilung hier zu Erfolgen kommt. Ich möchte vielleicht dazu nochmal sagen, ihr seht wahrscheinlich, ich bin so der Freund der klassischen Landschaftsfotografie. Ja, ich habe gern alles scharf, Vorder-, Mittel-, Hintergrund. Und ich mache das Ganze ja für solche Reise-Multivisionen, für Länderporträts, die ich dann in großen Sälen auf großen Leinwänden dann präsentiere. Und das ist, denke ich, so die Art von Fotografie, die man zur Vorstellung eines Landes emotional sehr gut einsetzen kann. Das ist keine große Avantgarde, das ist mir selber auch klar, aber ich liebe das einfach, ich mag das, auch wenn es so vielleicht so ein kleines bisschen oldschool ist. Aber ich denke, das, was ich daran zeigen will, das ist natürlich für jede Art der Fotografie individuell dann einsetzbar. Ja, sowas ist natürlich, das ist jetzt Schottland, da habe ich eine Paddeltour über den Loch Ness gemacht. Loch Ness, das bist du, oder? Das bin jetzt ich, genau, ja. Ach. Und ja, bei solchen Motiven, da ist so sehr viel, man sagt dazu in der Gestaltungstechnik, Weißraum drumherum. Weißraum nicht deswegen, weil der jetzt tatsächlich weiß ist, sondern weil das beliebiger Raum ist. Der ist wichtig, dass er da ist. Es ist aber unwichtig, was drauf ist. Ja,
Er ist deswegen wichtig, weil er dem ganzen Bild eine gewisse Weite gibt. Und das bietet mir als Fotograf natürlich auch die Möglichkeit, ja wirklich aus dem Vollen zu schöpfen, weil ich hier keine Zwänge habe mit irgendwelchen Elementen, die in der Natur vielleicht stören könnten, sondern ich kann mich ganz genau darauf konzentrieren, wo platziere ich was. Ja, und da habe ich mich dann jetzt bei diesem Bild mal wirklich ausgetobt. Ja, ich habe also dann, ja, mit dem Umschalten klappt es immer nicht so ganz. Also erstmal ist hier eine Dreieckskomposition zu sehen. Also das ist ein geometrischer Körper des Dreiecks, den man hier bilden kann. Dann, klar, ist nicht nur die Insel hier auf dem rechten goldenen Schnitt, sondern sogar der Paddler noch auf dem unteren goldenen Schnitt. Ja, und wenn man es jetzt, das ist mir aber tatsächlich durch Zufall dann später erst aufgefallen, wenn man dieses Dreieck da wieder so reindenkt, ja, dann geht die Spitze des Dreiecks sogar bis an den linken goldenen Schnitt. Also das Bild ist also wirklich der absolute Wahnsinn, was so diese Bildkomposition angeht. Das ist ein Extrembeispiel, das funktioniert natürlich nicht bei jedem Bild, aber ich kann euch sagen, ich habe richtig Spaß gehabt, mit diesem Bild hier rum zu experimentieren. Ich habe das also am Anfang viel größer fotografiert. Es war also viel mehr Rand, viel mehr Weißraum noch drumherum. Und ich habe das bei mir am Monitor so lange hin und her geschoben. Und das hat mir Spaß gemacht. Da habe ich auch viel bei gelernt. Das wollte ich da eigentlich vielleicht mal mitgeben. Ja, aber Gerion, jetzt musst du es nochmal kurz erklären. Wie hast du das überhaupt gemacht? Ne, du bist ja da alleine eigentlich unterwegs. Ne? Also irgendwo musst du ja die Kamera ausgelöst haben. Und hast mir nicht erzählt, dass du dem Rücken zugewandt zur Kamera quasi das von der Bildgestaltung so hingekriegt hast. Wie hast du das organisatorisch gelöst hier? Ja, du hast die Geschichte gehört, als ich das auf dem Vortrag erzählt habe, wahrscheinlich. Ja, also das sieht ja sehr schön und ruhig aus. Jetzt müsst ihr euch natürlich vorstellen, ich bin da alleine, als ich das gemacht habe. Situation ist folgende: Ich bin am Ufer vom Loch Ness, baue das Stativ auf. Ich kann natürlich hier die Position dieser Insel, die kann ich natürlich mir im Vorfeld im Sucher schon überlegen. Ja, dann packe ich da so einen Funkauslöser auf die Kamera drauf, habe den entsprechenden Auslöser bei mir in der Hand und dann muss ich schnell ins Boot steigen, muss raus auf den See paddeln, muss warten, bis die Wellen sich dann wieder geglättet haben, damit alles schön ruhig aussieht und dann paddel ich so ganz langsam da durch das Bild durch und so ungefähr bei jedem zweiten Paddelschlag drücke ich einmal auf den Auslöser und hoffe dann, dass das Bild Okay. gut geworden ist. Also, dass ich letztendlich hier genau an der Spitze des goldenen Schnitts lande, das ist natürlich ein totaler Zufall. Ja. Aber das klappt auch nicht beim ersten Mal. Dann komme ich wieder zurück, muss nachgucken, ob es geklappt hat. Und meistens bin ich dann irgendwie am Anfang viel zu groß gewesen oder viel zu klein oder in der falschen Körperhaltung und so weiter. Das geht dann also so ein paar Mal hin und her. Und ich bin dann immer ganz froh, dass mir keiner dabei zuguckt. Ich sehe schon, du nimmst dir da richtig Zeit für deine Aufnahmen, ne? Das ist Ja, das sind natürlich Fotoreisen. Wenn ich sowas da mache, dann habe ich vorher im Blick, Mensch, ich bin ja am Loch Ness, ich möchte eine Geschichte über Schottland machen, also nehme ich mir dann entsprechend die Zeit und weiß dann auch, was ich dann da so vorhabe. Und dann stört es mich nicht bei der Reise, weil ich ja eigentlich nicht in erster Linie paddeln will, sondern ich will hier in erster Linie fotografieren. Cool, ja. Nee, lustig. Hier wollte ich, das ist in einem schottischen Moor, hier wollte ich eigentlich da hinten dieses Bäumchen fotografieren und das habe ich dann sehr schön dann auch erstmal platziert. Eigentlich wollte ich da hinten aber noch einen Berg haben, der ist jetzt aber durch den Nebel nicht zu sehen. Also Baum in schlafwanderischer Sicherheit genau in die Mitte und den Horizont auf den oberen goldenen Schnitt. Und weil jetzt hinten dieser Berg nicht zu sehen war, musste ich den Vordergrund entsprechend platzieren. Und da habe ich halt diese Steine hier gesehen, die wie so ein Dreieck geformt sind. Ja, sieht man auch hier, dass dieser Stein, der hat hier so Kerben drin, der ist so ganz merkwürdig nach rechts gebeugt. Und ja, das sind so Hilfslinien, um mir dann einen Vordergrund zu basteln, der jetzt nicht einfach willkürlich geformt ist, sondern entsprechenden geometrischen Konstruktionen entspricht. So, und kurz nachdem der Nebel sich dann aufgelöst hat, kam hier hinten auf einmal der Berg zum Vorschein. Und dann war der Vordergrund für mich völlig uninteressant, denn jetzt war die Bildidee nicht mehr hier ein räumliches Bild mit einem schönen Vordergrund zu haben, sondern dann war die Bildidee, dieses Bild hier zu machen, das auch nur funktioniert, wenn zwischen diesem Bäumchen und dem Berg da hinten ein Nebelfeld ist, dass der Baum sich also vom Hintergrund ablöst. Wäre diese Nebelwand nicht da, dann wird dieses Grün des Baumes mit dem Grün des Berges verschmelzen und dann hätte man diesen Effekt halt gar nicht, ne? Und das sind natürlich jetzt diese Bilder, die schreien auch nach dem goldenen Schnitt. Ich habe also eine Landschaft mit einem ganz markanten Punkt hier und der kommt natürlich klar in den goldenen Schnitt. Es gibt natürlich noch andere Linien, die nichts mit dem goldenen Schnitt zu tun haben. Das ist jetzt mal hier in Neuseeland, Sonnenaufgang am Mount Cook. Das ist der Berg hier in der Mitte, das ist der höchste Berg Neuseelands.
Und ich habe diese Aufnahme mit Photoshop mal hier vorne so ein bisschen verfälscht, damit mal auffällt, dass hier irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist. Die Lichtstimmung ist schön, der Berg ist schön, die Position ist schön, aber der Vordergrund, der macht mir irgendwie die Wahrnehmung des Bildes kaputt. Ich habe also als Betrachter nicht die Möglichkeit, hier nochmal das Bild des weidenden Tieres, ja, das Tier steht hier vor einer großen Steppe und kann nicht weiden, ja, ich kann mit meinem Blick im Bild nicht umherwandern. Und ja, da habe ich mir dann einen Spaten genommen und habe da mal so ein bisschen rumgegraben und hatte ein schönes Flusssystem da reingegraben, ja. Ähnlich wie ich immer Bretter für eine Hütte dabei habe, habe ich auch einen Spaten dabei, immer für sowas. Aber das ist natürlich das nicht bearbeitete Bild und ich denke, hier wird auch sofort klar, ne, wie es auf einmal funktionieren kann, dass also dieser riesige Bogen hier vorne von diesem Flusslauf den Betrachter mit in das Bild reinnimmt und dann in einer geschwungenen Linie von dem Vordergrund in den Hintergrund einleitet. Das ist also von der Bildwirkung komplett was anderes. Diese Situation, dass im Vordergrund nichts ist, die hat man übrigens auch sehr häufig, wenn man auf dem Schiff unterwegs ist und dann über das Wasser an Land fotografiert. Also Fotoaufnahmen so auf diesen Kreuzfahrtschiffen, auf denen ich unterwegs war, da sehen sehr viele Bilder halt dann immer so aus, dass im Vordergrund erstmal eine Wasserfläche ist und das ist natürlich für einen Betrachter dann sehr schwierig, mit dem Blick in das Bild einzusteigen. Also ein ganz grundsätzliches Problem. Na, das sind also in diesem Fall Diagonalen, die ins Bild reinführen. In diesem Bild haben wir auch die Diagonale. Ich denke, es sieht jeder sofort. Klar, diese Sandbank, die sieht ja wirklich so aus, als wenn ich da wieder mit dem Spaten unterwegs gewesen wäre. Aber das war tatsächlich durch den Flusslauf so vorgegeben. Eine aufsteigende Diagonale, die den Betrachter ins Bild reinführt. Und bei der Suche nach einem interessanten Punkt hier zwischen den Bergen, den ich dann auf den goldenen Schnitt setzen konnte, bin ich dann ungefähr darauf gekommen. Hab dann auch noch so lange rumgebastelt, bis hier vorne dieser Busch diesen goldenen Schnitt noch aufnimmt. Ja, und so bastel ich mir dann halt vor Ort immer mit vielem Auf und Ab und rechts und links und anderen Brennweiten und so weiter so meine Kameraperspektiven zurecht. Also, als Fazit, die Bildgestaltung, die soll Ordnung in das Foto bringen und die Aufmerksamkeit des Betrachters auf die Bildidee lenken. Mhm. Und wichtige Gestaltungsmittel sind dabei geometrische Konstruktionen wie Dreiecke, Mittellinien und der goldene Schnitt. Das wäre mein Beitrag zu diesem Thema. Okay, wenn wir jetzt natürlich von geometrischen Konstruktionen sprechen, wie Dreiecke, Mittellinien, goldener Schnitt, ich glaube, das ist ziemlich allen klar, ne? Aber diese Dreiecke, die du dir da wirklich auch immer reinbastelst oder sowas, da sage ich euch einfach, das ist einfach Übung, ne? Also das erreicht man nicht beim ersten Mal, wenn man jetzt diese Richtlinien, die Gerion uns da mitgibt, fotografiert, sondern da muss man einfach Geduld haben und das wirklich probieren und dann auch wirklich nachher den Mut haben, im Computer das Ding auch so zu schieben, wie der Gerion das gesagt hat, bei dem Boot, wo er dann da gefahren ist, dass es auch wirklich in diesen Linien nachher drin sitzt. Also das wirklich schon beim Fotografieren, also da tue ich mich heute auch noch schwer. Also das ist wirklich die hohe, hohe Schule und schöne Bilder, Gerion, super. Mhm. Danke, ja. Aber es ist ja jetzt auch gar nicht so, dass mir das jetzt auch bei jedem Bild gelingen würde. Ja, ich habe also extra für dieses Seminar habe ich mir natürlich Bilder rausgesucht, wo es besonders gut funktioniert. Ich will auch überhaupt nicht behaupten, dass es bei jedem Bild so sein muss. Aber ich denke, es geht ja so ein bisschen darum, so ein bisschen kreativen Austausch zu betreiben. Wo kann ich mich mal rangeben? Was kann ich vielleicht mal im Hinterkopf behalten? Wo kann ich versuchen, mich weiterzuentwickeln? Das ist vielleicht so der Punkt. Und wenn jemand sagt, ich pfeife auf die geometrischen Konstruktionen, das ist nicht mein Ding, dann ist das ja auch völlig in Ordnung, wenn es eine bewusste Entscheidung ist. Jeder soll ja seinen Stil dann machen, ne? Ja gut, dann zählt halt wirklich der erste Satz, die Bildgestaltung soll Ordnung in das Bild bringen und die Aufmerksamkeit des Betrachters auf die Bildidee lenken. Ne? Wenn ich denke, das ist, ja. Mhm. Dann kannst du auch die geometrischen Konstruktionen vergessen, einfach Ruhe ins Bild zu bringen und den Betrachter wirklich, vielleicht kann man es auch noch so sagen, wir in der westlichen Welt sind ja gewohnt, ein Buch von links oben nach rechts unten zu lesen. Und aus dieser Gewohnheit heraus machen wir das natürlich mit Bildern genauso. Und wenn wir es schaffen als Fotografen, den Betrachter des Bildes irgendwo in diesem Bild festzuhalten, wo er hängen bleibt und sagt, wow, das wirkt jetzt auf mich, dann haben wir es eigentlich geschafft, ein gutes Bild zu machen, oder, Gerion? Ja,
Das sehe ich genauso, ja. Ja. Das hat viel auch mit Schauen üben zu tun. Du hast ja selber gesagt, wir in der westlichen Welt, ja, wir haben ein tradiertes Sehen. Also wir sind ja geübte Seher. Wir gucken jeden Tag Medien, wir gucken jeden Tag Fotos und unser Auge ist natürlich auch konditioniert irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise. Und vielleicht geht es dann einfach darum, sich mal bewusster mit Bildgestaltung auseinanderzusetzen und diese Elemente dann auch wirklich beim Sehen schon wirklich auf dem Schirm zu haben. Dass man also wirklich mit so einem kleinen Frame vor den Augen durch die Landschaft geht und solche Sachen dann abscannt. Aber auch dieses Ordnung ins Bild bringen, dazu gehört ja auch Unwichtiges weglassen. Das ist ja genauso, das ist ja viel schwieriger als alles aufs Bild drauf zu bekommen. Das Unwichtige wirklich aus dem Bild rauslassen, wenn es den Betrachter stört. Ja, das ist auch große Kunst. Ja, und das ist halt wirklich ganz wichtig, dass man gerade jetzt bei der Landschaftsfotografie, dass man nicht sagt, ich retuschiere das nachher raus, sondern es ist wirklich, wie der Gerion vorhin auch schon gesagt hat, einfach mal durch 200, 300 Meter den Standpunkt verändern. Lass es nur 50 Meter sein und schon habt ihr ein ganz neues Bild und das störende Element ist plötzlich weg. Ihr habt es gar nicht mehr im Bild, dann verwendet ihr noch eine andere Brennweite und schon habt ihr Ruhe ins Bild reingeschaffen. Vielleicht so als kleiner Tipp von meiner Seite aus, also diejenigen, die mich kennen, die wissen, ich pendel immer zwischen Konstanz und Freiburg. So, das mache ich jetzt schon einige Jahre. Mittlerweile ist die Fahrt recht langweilig, weil ich kenne alles, aber spannend macht es für mich jedes Mal. Ich gucke mir immer so markante Punkte an und ich fahre zu unterschiedlichen Tageszeiten da vorbei. Mal fahre ich am Abend vorbei, mal fahre ich am Morgen vorbei, mal fahre ich mittags vorbei. Und ich gucke mir immer das an, wie sich zum Beispiel dieser eine Baum auf dem Weg, wie der sich einfach verändert, je nachdem, zu welcher Tageszeit ich vorbeifahre. Und irgendwann werde ich an diesem Baum aussteigen, einmal am Morgen, einmal am Mittag, einmal am Abend und werde diese drei Fotos dann nebeneinander stellen und werde drei völlig unterschiedliche Fotos haben, in der Hoffnung, dass sie irgendwann vielleicht gut sind. Das einfach so als Anekdote am Rande, wie Danke man für es diese schafft. Anekdote. Eine bessere Überleitung zum nächsten Thema hättest du mir gar nicht geben können. Ja, Prima. der Baum, an dem man regelmäßig vorbeifährt und an diesem Baum den Lauf der Zeit beobachten kann und das verschiedene Licht und wie es jeweils auf das Bild wirkt, davon wollte ich nämlich jetzt auch noch ein bisschen was erzählen. Wir haben uns vorher angeguckt, was ist ein gutes Foto? Was sind Kriterien für ein gutes Foto? Und im zweiten Schritt geht es natürlich darum, wie mache ich ein gutes Foto? So, und zu dem Thema habe ich mal ein Zitat von einem bekannten deutschen Naturfotografen gehört auf einem Vortrag. Und der hat behauptet, Naturfotografie ist zu 99% Logistik. Ja, und als ich das gehört habe, da war ich also schon ziemlich geplättet. Das hat mir erstmal überhaupt nicht gefallen, denn Logistik, das ist für mich ein Begriff so aus der Warenwirtschaft gewesen und das hatte für mich mit der emotionalen Fotografie erstmal überhaupt nichts zu tun. Aber letztendlich ist ja klar, was damit gemeint ist. Ja, Logistik ist alles, was dafür sorgt, dass ich mit der Kamera zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin. Und das kann man auch Logistik nennen. Und das ist 99% der Arbeit. Das tatsächliche Fotografieren dann vor Ort, vielleicht die Viertelstunde beim Sonnenaufgang, die halbe Stunde am Abend, das ist dann dieses 1%, was natürlich am meisten Spaß macht. Aber diese Vorbereitung, die Logistik, die gehört immer dazu. Und daraufhin kann sich vielleicht jeder auch mal überlegen, wie ist er denn selber unterwegs? Mit welchen Reisemöglichkeiten oder in welcher Art und Weise bewege ich mich denn in der Natur? Und ist das denn überhaupt so zielführend für die Fotografie? Als ich meine erste Reise nach Norwegen unternommen habe, da war ich hier mit diesem Motorrad unterwegs. Kann sich vorstellen, das ganze Fotozeugs, das war hier unter dieser Reiseplane darunter. Und wenn ich dann mal die Kamera rausholen wollte, hatte ich natürlich erstmal ziemlich viel zu schnüren, musste dann einen Helm abnehmen, Handschuhe ausziehen und so weiter. Dann gab es sehr viel Regen auf dieser ersten Reise, die ich dann hatte. Und wenn es dann mal nicht geregnet hat, wenn mal die Sonne rausgekommen ist, dann habe ich dann meistens die Sonne gar nicht direkt genießen können, sondern ich musste anhalten und erstmal die ganzen nassen Sachen zum Trocknen auslegen. Und das hat mich natürlich schon ziemlich behindert. Das war eine unheimlich interessante Reise, aber fotografisch war ich viel mehr mit mir selber beschäftigt, als mich tatsächlich ums Fotografieren zu kümmern. Dann habe ich irgendwann das Motorrad zur Seite gelegt und habe mir so einen VW-Bus gekauft und das war dann schon so die Art von Reisevehikel, wie ich mir das eigentlich so vorstelle. Ich hatte also ein festes Dach über dem Kopf, ich konnte die Handbremse ziehen und irgendwo übernachten, hatte also alles trocken und sicher verstaut und wenn das Licht dann perfekt war, dann konnte ich mal eben aussteigen und sofort an die Arbeit gehen. Hier das Bild entstanden am südlichsten Punkt
Norwegens mit dem Schild zum Nordkap, Straßenkilometer, stolze 2518 Kilometer. Und ja, das ist also so die Art, wie ich jetzt im Moment auch am meisten, am liebsten unterwegs bin. Der Booster, hast du den heute noch? Der kriegt doch keinen Tritt mehr Nein. mit der Beule da hinten dran. Er hatte. Ne? Aber wäre cool, wenn du den heute noch hättest, ne? Also dieser, ja, aber der war damals, das Bild ist von 1997. Der war also schon lange volljährig, der Bus, und hatte über 300.000 Kilometer runter, und ich glaube nicht, dass der heute noch fährt. Er wird im VW-Himmel sein, hoffe ich. Aber hat dir treue Dienste geleistet, ja? Ja, ne. Sofern das mit 50 PS Dieselmotor in Norwegen möglich ist, ne? Ja, ich habe mir dann mal so eine Struktur überlegt. Wie bin ich denn da eigentlich immer unterwegs und wie kann man das optimieren? Mein Ziel war es, wenn ich eine Fotoreise mache, dann möchte ich die Wahrscheinlichkeit steigern, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Wie kann ich das systematisieren? Ich möchte nicht einfach nur rumlaufen und auf gutes Licht hoffen. Ich möchte dran arbeiten können. Da habe ich mir eine Struktur überlegt. Also, es gibt vier, in meinen Augen vier unterschiedliche Arten, umherzureisen und zu fotografieren. Das erste ist der fotografierende Reisende. Das war ich, als ich mit dem Motorrad unterwegs war. Die Strategie war einfach rumfahren, fotografieren. Reisefreiheit maximal, Ausbeute dem Zufall überlassen. Jetzt erschreckt euch bitte nicht, wenn ihr diese Tabelle hier so seht. Ja, das ist vielleicht, kann man ja auch mit einem Schmunzeln nehmen. Also so streng ist das jetzt nicht gemeint. Aber als Gegenüberstellung finde ich das eigentlich schon ganz hilfreich. Als ich jetzt mir den VW-Bus gekauft hatte, da habe ich die Strategie etwas gewechselt. Da war ich dann nicht mehr der fotografierende Reisende, sondern ich war der reisende Fotograf. Ja, also ihr habt Adjektiv und Nomen haben die Plätze getauscht, um einfach zu zeigen, wo ist hier der Schwerpunkt. Bei der zweiten Strategie, da war ich mehr Fotograf als Reisender. Und da habe ich den Reiseverlauf nach den Fotos ausgerichtet. Das bedeutet, mir ist klar als Fotograf, dass ich am besten morgens und abends in der Natur fotografieren kann, weil das Licht einfach flacher ist. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nur Sonnenuntergänge fotografieren will, aber ich weiß, dass wenn das Licht flacher ist, habe ich eine plastischere Landschaft, habe weicheres Licht und das ist in den meisten Fällen führt das zu schöneren Bildern. So, und wenn ich das weiß, dass morgens und abends meine Kernzeit ist, dann kann ich den Reiseverlauf, den ich mir vorher überlegt habe, einfach aufgrund verschiedener Motive vorher überlegen. Ja, am ersten Tag fahre ich zu einem bestimmten Berg, wo ich schon mal ein tolles Bild gesehen habe, dann zu einer Kirche, dann zu einem Wasserfall und so weiter. Und dann sorge ich einfach auf meinem Reiseverlauf dafür, dass ich nachmittags irgendwann bei dem ersten Motiv ankomme. Dann kann ich mich da orientieren, kann abends bei schönem Licht, wenn ich welches habe, fotografieren. Am nächsten Morgen kann ich auch noch fotografieren. Und dann habe ich immerhin schon mal zwei Möglichkeiten mit schönem Licht und einem guten Motiv. Und das ist dann ja schon mal was. Und wenn es dann nicht klappt, dann habe ich natürlich Pech gehabt. Aber die Ausbeute, kann man sagen, die ist immerhin kalkulierbar. Denn wenn ich mal schönes Licht habe, dann habe ich auch ein passendes Motiv. Nichts ist schlimmer, als auf Reisen in einem unbekannten Terrain unterwegs zu sein. Auf einmal kommt ein bombenmäßiges Licht abends durch die Wolken und ich stehe da und ich weiß nicht, was ich mit diesem Licht anfangen soll. Das ist für mich der größte Albtraum. Das kann man noch weiter professionalisieren. Die dritte Strategie wäre jetzt der Perfektionist. Und der Perfektionist, der reist nicht mehr einfach irgendwie so durch die Landschaft, sondern der sucht sich vorher ein spezielles Gebiet aus. Und in diesem Gebiet wählt er sich mehrere Motive aus, die er immer wieder abpatrouilliert sozusagen. Und das ist genau das, Martin, was du jetzt gerade erzählt hast, dieser Baum, an dem du immer wieder vorbeigekommen bist. Ja, das heißt, du beobachtest den Verlauf des Baumes. Du hast ihn mal morgens gesehen, mal abends, mal bei Regen, mal bei Nebel. Das ist durchaus vergleichbar. Und irgendwann hast du auch so das optimale Licht vielleicht für deinen Lieblingsbaum da rausbekommen und hast gedacht, boah, neulich bin ich da mal vorbeigekommen, da stand er im Nebel und das hat ausgesehen, das passt genau zu den Zweigen oder wie auch immer. Und dann weißt du, wo dieser Baum ist, du weißt, wann du den anfahren sollst und dann hast du deinen Shot und weißt ganz genau, wann du wohin fahren musst. Zeitlich und räumlich ist man mit dieser Strategie natürlich eingeschränkt, das ist klar, aber ich halte die Ausbeute, die Fotoausbeute für maximal, denn besser geht es letztendlich nicht, denn es führt auch vor allen Dingen dazu, dass man in diesem Gebiet, was ich mir ausgewählt habe, die größtmögliche Ortskenntnis hat. Und je besser ich mich irgendwo auskenne, desto besser automatisch die Bilder. Gut, Gerion, jetzt muss ich natürlich sagen, okay, also
klar, dass wir uns jetzt vielleicht in die letzte Kategorie natürlich einordnen würden. Das ist noch nicht die letzte. Ach, da kommt noch eine. Ja, da kommt noch eine. Da kommt noch die Brutalo. Darf ich ganz kurz? Die Brutalo kommt auch noch. Die Brutalo. Der Brutalo ist der Besessene. Der Besessene wartet so lange bei einem Motiv, bis er das richtige Licht hat. Der reist also gar nicht mehr. Reisefreiheit ist nicht vorhanden. Ausbeute ist auch minimal. Das wäre jetzt also die Extremform. Der hockt sich 3 Wochen lang mit einem Zelt vor einem Baum und wartet dann, bis das Licht so ist. Einfach nur, um das mal zu karikieren, ja, wie man da so unterwegs sein kann. Ja. Ich denke, die Wahrheit ist immer eine Mischung von allen Vieren. Genau, das ist eigentlich der Satz, dass es wirklich da die Mischung ist, weil im Endeffekt würde ich jetzt mal so sagen, dass unsere Zuhörer jetzt einfach, im Endeffekt sind sie ja der fotografierende Reisende. Ne? Mein Gerion, ich weiß, du hast auch Familie und Familie ist dann auch oftmals mit auf Reisen und dann kannst du natürlich schwierig den Reiseverlauf nach den Fotos ausrichten. Ne? Das wird schon schwierig. Ne? Aber ich kann der Perfektionist sein, das wollte ich gerade eben sagen. Okay. Der Perfektionist, ich habe selber Familie, habe 2 Kinder und bin nicht das erste Mal mit der ganzen Familie so unterwegs. Der Perfektionist ist perfekt für Leute mit Familie, die eine feste Unterkunft haben. Das habe ich also auf meinem Schottland-Vortrag 2-mal bei einer Reise gemacht. Die Familie war schön wir haben so ein Cottage da gemietet. Und vor Sonnenaufgang bin ich aufgebrochen, habe meine Motive abgefahren zum Sonnenaufgang und war dann mit Brötchen zum Frühstück wieder zurück. Und abends dann das Gleiche nochmal. Also das ist wirklich ein Appell. Ich möchte jetzt hier nicht sagen, Leute, verlasst eure Familie als einsame Nomaden mit der Kamera, weil das Wichtigste im Leben ist. Nein, das ist ja das Schöne. Das geht auch so. Ja, ja. Also das muss ich wirklich sagen. Danke, den Satz jetzt hören. Weil, eben wie gesagt, es gibt auch noch ein Leben neben der Fotografie und gerade auf Reisen spielt es natürlich eine Rolle. Ja. Und genau, aber die gesunde Mischung, wie der Gerion hier das eben erklärt, ich glaube, das ist es dann und allein schon dann habt ihr wirklich eine super Ausbeute eben. Und dann einfach die Brötchen nachher mitbringen, das ist doch super. Ne? Ja, das hat also wirklich geklappt. Ich bin also ein ausgesprochener Frühaufsteher, dann klingelt bei mir um 4 Uhr morgens der Wecker und dann bin ich also ganz locker bis 10 Uhr mit dem Brötchen dann wieder zurück. Und das hat funktioniert. Aber diese Tabelle, die das soll jetzt kein Witz sein, ja. Also ich denke einfach wirklich, wenn man sich selber bewusst ist, dass man hier als fotografierender Reisender unterwegs ist, dann muss einem klar sein, dass man nur das kriegt, was wirklich durch Zufall da ist. Wenn ich mit einer Reisegruppe, mit einer geführten Bustour irgendwo in die Landschaft fahre, dann muss mir von vornherein klar sein, ich kann nicht die super Shots machen. Dann brauche ich auch gar nicht enttäuscht zu sein. Das ist dann halt einfach so, weil ich kann nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, wenn ich mit 20 Leuten in einem Bus sitze und der Bus natürlich so seine Fahrtroute hat. Ja, oder als wir mit den Kreuzfahrtschiffen unterwegs waren, das passt nicht zusammen. Ich kann nicht das perfekte Licht erwarten und dann gleichzeitig aber mit so einem Schiff unterwegs sein. Beides auf einmal geht dann nur schwierig. Ja. Und da darf ich natürlich nochmal ganz kurz ein bisschen Eigenwerbung machen für unsere Fotoreisen, weil genau da machen wir das nämlich anders. Da schwelgen wir zwischen dem reisenden Fotograf und dem Perfektionist und der Besessene ist natürlich auch dabei. Genau, und das ist natürlich auch die Berechtigung von Fotoreisen, weil die unterscheiden sich von einem anderen Reisenden komplett. Also ich möchte mal so ein bisschen auch so leicht humoristisch erzählen, wie es mir da so gegangen ist. Jetzt hier ein Beispiel aus meinem Schottland-Projekt. Das ist hier der Umriss von Schottland. Und ich habe mir da einen Bereich rausgesucht. Ich wollte halt den Perfektionisten anstreben und habe mir ein Gebiet ausgesucht, in diesem Fall hier 45 mal 35 Kilometer, nur so von der Größenordnung, so in den Central Highlands. Das sieht dann auf der Karte so aus. Das ist die Straßenkarte, das sind die Highlands und dieses Grüne hier, das ist eine Hauptstraße, die führt hier entlang. Das ist also meine Patrouillenroute. Einmal hier rum sind so etwa 120 Kilometer gewesen. Ich war also in der Lage, innerhalb von 2 Stunden an jedem Punkt dieser Straße zu sein. Konnte also relativ schnell auf verschiedene Lichtsituationen reagieren. Für diejenigen, die es interessiert, es gab einen James-Bond-Film, Skyfall hieß der vorletzte James-Bond-Film. Da gab es nur 2 Szenen, die in Schottland gedreht wurden. Der hat ja angeblich dann hinterher nur noch in Schottland gespielt. Das war gar nicht wahr. Es gab nur 2 Einstellungen in Schottland und die sind auf dieser Straße hier gemacht worden. Alles andere ist in England nachgemacht worden. Also dieses
dieses Haus Skyfall, das gibt es natürlich gar nicht, das ist künstlich gebaut worden und auch dieses Moor, das war alles am Computer und das, was man gefilmt hat, hat man tatsächlich in England gemacht, weil es da irgendwie kuschelig wärmer ist, ich weiß es nicht. Ja, aber nur für die James Bond Fans, diese Straße hier ist wirklich sehr schön. So, und da habe ich mir jetzt entweder im Vorfeld oder durch eigene Erfahrungen verschiedene Motive rausgesucht. Rot habe ich hier mal Morgenmotive gewählt, blau sind dann Abendmotive und da hatte ich bestimmte Vorstellungen, wie ich die so umsetzen wollte. Und mein Ziel war es jetzt immer, morgens und abends, wenn das Licht besonders schön war, an einem dieser Punkte zu sein und das bestmögliche Licht dann abzubekommen. Als Beispiel möchte ich mal den hier rausnehmen. Das war ein Morgenmotiv, Blickrichtung ziemlich genau nach Westen und dann ging es also los. Da hatte ich ein Bild schon von gesehen, von einem sehr bekannten Landschaftsfotografen in Schottland und das Bild, das wollte ich entweder nachempfinden oder vielleicht sogar noch besser machen. Das war auf jeden Fall was mich total fasziniert hat, da wollte ich mal hin. So sieht's da aus, wenn das Wetter gut ist. Da hat es nämlich nicht geregnet. Und aber das ist so typisch schottisches Wetter, ja. Also wer mal gesehen hat, irgendwelche Berge mit Lichteinfall, mit goldenem Wetter und so weiter, das ist in Schottland an einem von 20 Tagen und der Rest ist dann wirklich so. Da braucht man also wirklich richtig Nerven, um da Motive richtig umsetzen zu können. Nach mehreren Tagen war das beste Bild, was ich von meinem Motivchen haben wollte. Den Baum, den habe ich eben schon mal gezeigt. Das ist dieses kleine Bäumchen, von dem ich schon mal ein Bild gezeigt hatte. Im Rannoch Moor ist das in den Highlands. Ja, und da hatte ich dann schon mal ein ganz tolles Bild. Ja, hier ist also von Sonnenschein noch überhaupt nicht zu sehen, aber ich hab den Hauch einer Spiegelung. Das ist das Beste, was ich innerhalb, glaube ich, einer Woche überhaupt hinbekommen habe im Sommer. Ansonsten hat es nur geregnet und in Schottland regnet es immer gerne mal waagerecht, ja. Und Wolken, Wind und wirklich übelstes Wetter. Und eines Morgens bin ich dann wach geworden und das war ganz toll. Und da habe ich die Kamera ausgepackt und habe gedacht, Mensch, heute ist es soweit. Das war das beste Bild, was ich bis dahin dann hinbekommen habe. Vielleicht ist hier schon erkennbar, was ich haben wollte. Ich wartete natürlich auf die Morgensonne, die ja knallrot ja auf diese Berge da hinten scheint. Dazu diese Bäumchen mit der Spiegelung. Die Spiegelung habe ich schon ganz gut hingekriegt, aber mit dem Rot in den Bergen war es noch lange nicht so weit, wie ich das eigentlich haben wollte. Aber ich dachte, jeden Moment kann es soweit sein. Da kommt jetzt bestimmt gleich eine Wolkenlücke und dann knallen da hinten die roten Sonnenstrahlen in die Berge rein. Genau das, was ich haben wollte. Ich war triumphal unterwegs. Und dann hat es innerhalb von einer Viertelstunde ist Nebel aufgezogen und das Ganze sah so aus. Ich habe wirklich gedacht, mich kriegen sie. Ja, das war also, und das war nicht das erste oder nicht das einzige Mal. Das war Standard. Ja, immer wenn ich da morgens stand, dann innerhalb von einer Viertelstunde zog dann auf einmal Nebel auf und das kurz vor Sonnenaufgang. Machte mir also das ganze Bild kaputt. Hier ist das Bäumchen nochmal von der Seite. Mein Bild war überhaupt kein Denken dran. Als der Nebel dann weggezogen ist, da habe ich dieses Bildchen hier dann nochmal gemacht, das ich eben schon mal etwas beschrieben habe. Und ja, als die Sonne dann noch ein bisschen mehr geschienen hat, war der Nebel dann schließlich ganz weg. Es war dann irgendwann 10 Uhr morgens. Und jetzt könnte man das Bild jetzt hier, diese Szenerie, da könnte man sagen, wieso, ist doch toll, ist doch super Fotowetter. Ja, auf den ersten Blick natürlich schon, weil hier blauer Himmel ist und es regnet nicht. Da freut man sich in Schottland drüber. Aber wenn wir das fotografisch uns mal angucken, dann ist das natürlich langweilig ohne Ende. Wir haben das Licht, was ganz senkrecht nach unten scheint. Wir haben hier überhaupt keine Strukturen in den Bergen drin. Das Einzige, was wir an Schatten sehen, sind die Schatten von den Wolken. Ansonsten haben wir hier eine ganz langweilige Ausleuchtung. Wir haben keine plastische Landschaft. Wir haben kein weiches Licht. Und dieses Bild ist ein Sonnenscheinbild, aber atmosphärisch finde ich, von der Stimmung her kommt da überhaupt nichts rüber. Die Leute, die hier wandern waren, die sind vom vollen Buffet, vom Frühstückstisch aufgestanden, die hatten einen super Tag, es war den ganzen Tag über, war das so ein Wetter, nur der Gerion Römer, der hat seine Kamera eingepackt und ist zum Weinen wieder in den VW-Bus gegangen. Kann ich gut verstehen, hätte ich genauso gemacht. Ja. So, dann war die Zeit irgendwann vorbei und da habe ich gedacht, Mensch, das kannst du nicht machen, ich komme noch mal im Herbst wieder. Gleiche Szenerie, diesmal von oben. An diesem See ist hier so ein kleines Inselchen. Ja, da steht mein Bäumchen drauf, nur um mal zu zeigen, wie das so ungefähr aussieht.
Mit Romantik ist da allerdings jetzt auch nicht so allzu viel, weil hier ist die Hauptstraße. Da prügeln die Autos wirklich mit 100 Stundenkilometern rechts und links dran vorbei. Und mein Parkplatz war der hier. Da habe ich dann also sehr häufig auch übernachtet und habe da eine schöne Zeit verbracht. Ja, dann war es jetzt. Ja, bitte. Das ist ja wirklich das Lustige bei der Geschichte, ne? Wir sehen hier tolle, tolle Landschaftsaufnahmen, ne? Und wo hat der Gerion die gemacht? Direkt an der Autobahn, ne? Ja, das ist also wirklich, ja, das sagt einem ja auch keiner, ne? Das ist also einfach die Illusion, die wir dann verkaufen. Also das ist wirklich dann wahr, ja. Wenn ich dann morgens, Nein, also wenn ich nur das von bleibt diesem jetzt. Parken, ja. Ja, das muss jetzt auch wirklich unter uns bleiben, unter uns allen Teilnehmern, die wir heute Abend hier sind, ne? Es ist tatsächlich so, wenn du landschaftlich unterwegs bist, oftmals richtest du deine Kamera in diese Richtung aus und es sieht aus wie die Idylle schlechthin. Und hinter dir fahren die Autos mit 100 Stundenkilometer Ja, vorbei. das ist tatsächlich Es ist schon so, der Weg. der Weg ist das Ziel und schlimm ist das auch nicht. Schon der Weg hier vom Parkplatz bis zu meinem Bäumchen, also diese paar hundert Meter, das war dann manchmal die Hölle bei Verkehr, ja, weil das eine schmale Landstraße ist, wo die Leute wirklich mit 100 gefahren sind, auch dicke LKW. Und jedes Mal, wenn ein Auto gekommen ist, dann musste ich also erstmal 2 Meter hier von der Straße weg, da irgendwie so ins Moor reingehen, um nicht überfahren zu werden. Also das ist tatsächlich manchmal anders, als man das so vom Foto her hinterher denkt, ne? Gut, dann war es jetzt Herbst und was erstmal toll ist, ist natürlich, das Grün ist weg, alles ist auf einmal rot, ganz andere Szenerie, ja, also die Landschaft verändert sich komplett und was sich nicht verändert hat komplett, ist dann so diese Nebelsituation, also auch im Herbst nach wie vor morgens immer richtig schöner Nebel, wobei ich sagen muss, dass ich mittlerweile ein richtiger Freund geworden bin, vielleicht könnt ihr das so ein bisschen nachvollziehen bei diesem Bild hier, das hat eine wahnsinnige Stimmung, wenn man da durch dieses Moor geht, aber bei jedem Schritt quatscht der Boden dann so richtig ein. Ja, man läuft in dicken Gummistiefeln, weil man zwischendurch immer bis fast zum Knien mal einsinkt. Aber das ist eine Atmosphäre, das ist unglaublich. Ja. Wenn man den Hund von Baskerville gelesen hat oder sowas, da kommen die ganzen Bilder dann wieder hoch. Naja, um das etwas abzukürzen, irgendwann war es dann auch mal so, dass die Luftfeuchtigkeit sich dann so verzogen hat. Das ist jetzt mal ein Nachmittagsbild. Ja, ganz klares Licht. Und hier war jetzt absehbar, Mensch, am nächsten Morgen wird es was. Und irgendwann nach Wochen in dieser Region hatte ich dann endlich dieses Bild, was ich irgendwann mal haben wollte, was ich irgendwann dann auch mal gesehen hatte als Vorlage. Ja, so hatte ich mir das vorgestellt. Hier ist dieses Bäumchen hinten, diese rot durchfluteten Berge, das Ganze mit einer Spiegelung, alles ganz toll. Zwei Sachen muss ich jetzt dazu sagen. Erstmal dieses Bild, was eigentlich so mein fernes Ziel gewesen ist, dieses hier. Das ist hinterher überhaupt nicht das Lieblingsbild gewesen aus der ganzen Region, was ich in den vielen Wochen gemacht habe, wo ich mich hier aufgehalten habe. Also das war irgendwie mein Ziel, aber als ich es dann hatte, habe ich festgestellt, Mensch, ich habe viel schönere Bilder in der Zeit gemacht. Aber dieses Bild, dieses Motiv, das hat mich einfach dazu bewogen, einfach da zu bleiben. Das hat mich hier ausharren lassen. Da bin ich im Nachhinein sehr froh drum, weil ich hatte wahnsinnig schöne Zeit, auch hier in diesem Moor. Habe es also sehr intensiv kennengelernt. Ich kannte also wirklich jeden Stein. Das Zweite ist jetzt, das ist der berühmteste Baum Schottlands. Den kennt jeder Naturfotograf. Wer jetzt allerdings glaubt, der kann dieses Bild nachmachen, den muss ich enttäuschen, denn dieser Baum ist schon vor 3 oder 4 Jahren in einem Sturm umgeknickt, also hier ist es komplett vorbei. Und das Witzige an der Sache ist, ich habe neulich in so einer Nature Photography Zeitung in Schottland gelesen, dass sie tatsächlich überleben, vom Fremdenverkehrsamt da ein neues Bäumchen hinzumachen, damit die Fotografen was zu tun haben. Es ist also wirklich so, als ich diese Aufnahme hier gemacht habe, da waren 10 Gruppen von Fotografen da, die genau diese Aufnahme machen wollten. Also es war ein riesiges Gewimmel, nicht nur von diesen Autos, die über die Landstraße gefahren sind, sondern dann auch noch Leute, teilweise Reisengruppen von 5, 6 Leuten oder Einzelfotografen, die sich hier die Finger wund gedrückt haben am Auslöser, um dieses Bäumchen hier zu fotografieren. Ich finde das eine schöne Geschichte. Das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte, weil es gibt ja immer, wenn man irgendwelche Länder bereist, es gibt ja immer diese Fotopoints, ne? Da steht so ein Ja, dickes klar. Warnschild, ne? Hier Foto, ne? Da ist eine Kamera drauf abgebildet, oftmals so eine alte aus den 50er Jahren in Marokko, kenne ich das, ne? Aber oftmals ist es gar nicht blöd, weil tatsächlich dieses Schild weist darauf hin, dass da tatsächlich ein gutes Bild zu machen ist. Man muss halt nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, ne? Ja, genau, ja. Gerrit, noch mal ganz kurz eine Frage, einfach jetzt doch noch mal ganz kurz zur Technik. Ich weiß, dass du eben diese Verlaufsfilter einsetzt, ne? Wenn ich mir das Bild jetzt anschaue, ich hätte jetzt zum Beispiel den Verlaufsfilter da ein bisschen stärker eingesetzt, dass nahezu
die untere Hälfte des Bildes als auch die obere Hälfte des Bildes so die gleiche Helligkeit gehabt hätten. Hast du jetzt nicht gemacht. Was hat mich dazu bewogen? Mache ich gewöhnlich auch. Ich muss jetzt dazu sagen, bei diesem Bild musste ich schon ziemlich nachbearbeiten. Also man sieht vielleicht auch, der Himmel war halt nicht so klar, wie ich das ganz gerne hätte. Und das Licht war auch entsprechend gar nicht so klar. Es war also schon so ein bisschen dunstig. Und dieser Dunst so am Horizont, der nimmt unheimlich viel von der Farbe hier hinten raus und von der Klarheit. Und das, also ich habe das Bild stark mit Verlauffiltern im RAW-Converter nachbearbeitet, habe hier mit Klarheit gearbeitet, um die Strukturen hinten rauszukriegen. Also ich habe ja gerade schon gesagt, es ist nicht mein Lieblingsbild geworden. Ich musste es also noch so ein bisschen pimpen, ja, wenn man das so sagt, um es so hinzubekommen, wie ich es mir dann vorgestellt habe. Aber normalerweise mache ich das auch sehr gerne, dass ich den Himmel annähernd so hell habe wie der Vordergrund. Ich frage mich gerade selber, warum ich das hier nicht gemacht habe. Fällt mir gerade selber aus. Nee, weil eben durch den Einsatz von den ND-Filtern, also Gerion macht das wirklich vor Ort. Ne? Ich bin ja da eher so ein bisschen der Lightroom-Fan, der dann wirklich den Verlauf da aufzieht. Während Gerion wirklich mit den Verlaufsfiltern vor Ort arbeitet und da kannst du ja wirklich ganz gezielt steuern durch Verschieben dieses Verlaufsfilters. Ich meine, ich glaube, ihr kennt das. Cookin ist so ein System, was da wirklich optimale Ergebnisse liefert, ne? Dass man wirklich hier Helligkeiten verändern kann, direkt bei der Aufnahme. Ne? Richtig. Verwendest du Cookin, Gerion? Ich habe viel rumprobiert. Ich hatte früher dieses kleinere System von Cookin, diese P-Serie. Ich glaube, 80 mm breit sind die oder ich weiß nicht. Die sind allerdings überhaupt nicht farbneutral. Da hatte ich also immer Probleme mit dem Farbstich, Magenta-mäßig. Und das hat mich also auch immer so ein bisschen gestört. Die 100er-Filter, also die größere Serie, diese Z-Pro-Serie, glaube ich, heißt das von Cookin, die ist ziemlich neutral. Da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Ich habe jetzt auch Haida-Filter. Ich habe auch einen Haida-Filterhalter. Und was habe ich noch? Format Hightech. Oder Heatech oder wie auch immer. Also diese 100er-Serie, die ist gerade für die Weitwinkelaufnahme, sind die natürlich ganz gut zu verwenden und auch sehr farbneutral. Ja, vielleicht haben wir da nachher nochmal einen Link irgendwie parat. Hier schreibt gerade Teilnehmer 90, Ray Master Filter würde er empfehlen. Ach, das habe ich noch nie gehört. Ja, das ist ja interessant. Teilnehmer 90, wenn du da einen Link hast, post ihn gerne mal in den Chat rein. Wäre noch interessant, würde mich auch interessieren. Gut. Ja, das ist die Geschichte, aber vielleicht also diese Geschichte mit den Bäumchen, ich finde das auch schön mal zu zeigen, es klappt halt eben nicht immer alles, ja. Wenn man die Ergebnisse dann zeigt, dann denkt man, hurra, da geht jetzt einer mit der Kamera und macht ständig gute Bilder und ich selber hab immer nur Pech und nie bin ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es hat ja auch was mit Ausdauer und mit Arbeit zu tun und das geht auch den größten Profis so. Keiner kommt ständig mit Top-Aufnahmen nach Hause, sondern fotografieren ist auch scheitern und ist vor allen Dingen scheitern. Und nur ganz, ganz selten passt mal wirklich alles zusammen. Und das sind die Top-Shots, auf die man dann aber auch zu Recht natürlich auch stolz ist. Ne? Wenn sowas jeden Tag passieren würde, dann würde man sich ja gar nicht mehr so sehr drüber freuen. Ja gut, aber Gerion, ich meine jetzt gerade du als Vortragsreferent, wenn du jetzt so eine Dia-Show mal oder Multivisionsshow machst, ne? Deine Dia-Show besteht ja jetzt nicht nur aus Top-Shots, ne? Sondern du baust ja auch wirklich einen Spannungsbogen auf, also es dürfen ja durchaus mal dokumentarische Bilder dabei sein, oder? Ja, natürlich, sonst wird das von der Anzahl ja gar nicht funktionieren. Also ich habe in meinem Schottland-Vortrag sind es, glaube ich, 750 Bilder, mal kleinere, größere, die in irgendeiner Form da mal eingeblendet werden, also 750 Top-Shots, das kann mir keiner erzählen, dass man das in einem ganzen Leben überhaupt hinkriegt. Ne? Klar, ist das dann immer ein Mix aus besser gelungenen Bildern, etwas weniger guten Bildern, die man natürlich gezielt in so einer Show dann auch so einsetzen muss, dass die Top-Shots richtig platziert sind, mit Musikuntermalung oder dann entweder am Anfang oder am Ende, dass sie auch besonders dann zur Geltung kommen. Jo. Ja, durch gute Ortskenntnis steigen die Chancen, ein Motiv bei optimalem Licht zu fotografieren. Und auch für die Reaktion auf unerwartete Lichtsituationen ist eine gute Ortskenntnis wichtig. Also das hat mir dieser Aufenthalt da im Moor schon gezeigt. Also da vor Ort sich gut auszukennen, das ist das A und O. Und dann weiß ich auch, wo ich hin muss. Und das würde ich so als das Allerwichtigste empfinden. Wer in die Natur rausgeht, um zu fotografieren, der sollte viel Zeit draußen verbringen, viel ausprobieren, lange Zeit in der gleichen Region bleiben, dass man die wirklich kennenlernt. Und nicht einfach nur durch ein Land durchrast und meint, hier und da so ein paar Aufnahmen machen zu müssen. Ich glaube nicht, dass das
dass es gut funktioniert. Und ich glaube auch nicht, dass es so richtig befriedigende Ergebnisse gibt. Ne? Befriedigend in dem Sinn, dass man wirklich sagen kann, Mensch, ich habe da eine Region beobachtet. Ich weiß, wie die aussieht bei unterschiedlichen Lichtsituationen, bei unterschiedlichen Wetterlagen. Und jetzt weiß ich, jetzt habe ich aber auch wirklich die beste Situation da rausgeholt, wie du mit dem Baum da neben der Autobahn. Ja, ja, mein Gott, das ist natürlich die Geschichte. Das setzt natürlich voraus, dass du ein Land mehrmals bereist. Gerin, du zeigst uns jetzt Aufnahmen. Wie oft warst du? Über wie viel, was für einen Zeitraum sind die entstanden? Du sagst ja, du bist mehrmals dort gewesen. Ja, innerhalb von 4 Jahren war ich 13 Mal da, also zusammengerechnet ein gutes halbes Jahr. So, das schafft natürlich jetzt der engagierte Amateurfotograf, der schafft das nicht. Ne? Der braucht aber auch keine 750 Aufnahmen. Na, das muss ja jeder für sich selber wissen, wie viele Aufnahmen er dann haben will, was ihn letztendlich glücklich macht. Bin ich bei einer Fotoreise glücklich, wenn ich mit 100 mittelmäßigen Bildern nach Hause komme, oder bin ich glücklich, wenn ich mit 2 Top-Aufnahmen nach Hause komme? Ja, ja. Und hat mit der Persönlichkeit zu tun. Also wie man sich selber, welchen Stellenwert die Fotografie für einen selber einnimmt. Na gut, mittlerweile ist es ja auch so, du kannst ja wirklich auf Google Earth sehr, sehr schön die Landschaft wirklich in dreidimensional anschauen. Ne? Und das ist auf jeden Fall was ich immer bei einer neuen Reisevorbereitung mache. Ich schaue mir wirklich die Landschaft auf Google Earth an. Weil dann weiß ich, wo Osten ist, ich weiß, wo Westen ist, ich weiß, wo die Sonne aufgeht, ich weiß, wo die Sonne untergeht. Und dadurch erhöhe ich natürlich, obwohl ich noch nie da war, meine Chance auf eine gute Aufnahme zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ne? Und dann gelingt es auch eben, es ist der persönliche Anspruch, den jeder an sich hat, will ich von einer Reise 1000 Topshots mitbringen, sage ich, unmöglich, schaffst du nie. Und das ist, nee, funktioniert einfach nicht. Ne? Aber letztendlich, wenn ich aus so einem Urlaub zurückkomme und habe nachher 10, 12 Motive, wo ich einfach sage, wow, das war's einfach. Diese Landschaften, die uns der Gerion da zeigt, ne? Dann sage ich einfach, wow, perfekt, das ist prima. Und klar, letztendlich ist es natürlich immer das, desto mehr du in das Land bereist, desto öfter du dort warst, desto höher sind deine Chancen. Und ich glaube, ich mache oftmals, gerade auf den Fotoreisen, mache ich ein und dieselbe Aufnahme nochmal. Mhm. Und für mich selber, ich muss einfach immer sagen, mit jedem Mal, wo ich dort bin, wird sie besser. Ich glaube, darum geht das ja auch. Ne? Ich denke, wir haben uns jetzt hier zusammengefunden, weil es darum geht, wie kann ich denn mal was anders machen, was anderes ausprobieren. Und das soll ja letztendlich das sein, dass ich wollte nur mal so einen Input geben, wie das bei mir jetzt halt gelaufen ist, auch mit dem Scheitern, auch mit dem Arbeitseinsatz. Und ja, man kann es ja vielleicht einfach mal versuchen, mal anders zu machen. Ne? Mal versuchen, bin ich auch überzeugt von, bei einem 2-wöchigen, 3-wöchigen Familienurlaub, wenn man sich da morgens konsequent einfach mal den Wecker stellt und dann morgens aufsteht, wenn einen das interessiert und sich dann bestimmte Motive anguckt, dann kann man auch in diesen 2, 3 Wochen, da kommen dann schon die vernünftigen Aufnahmen, können auch dabei rausbekommen. Also das ist gar nicht so sehr, dass das jetzt alles so wahnsinnig in eine professionelle Richtung gehen muss oder so, sondern ich denke, da kann man viel von auch einfach so mitnehmen. Ja, ich denke, das ist eine ganz wichtige Message an alle unsere Teilnehmer auch. Mein Gerion zeigt uns hier die Creme de la Creme von 13 Mal dort gewesen. Aber letztendlich, es ist auch tatsächlich in einem Urlaub ist es möglich. Ne? Also gerade mit den heutigen Mitteln auf jeden Fall. Und ja, einfach sich so ein bisschen im Vorfeld informieren, wo fahren wir denn hin? Wo fahren wir entlang? Und was könnte da ein Highlight sein? Da helfen Reiseführer. Oder was ich vorhin auch noch sehr geil fand bei dir, Gerion, dass du auch hingehst und dir tatsächlich Postkarten vor Ort ja, kaufst. Ja, ja, ja. Hm? Das ist das Erste, was ich mache, wenn ich irgendwo bin. Dann gucke ich mir die Postkartenständer. Denn die Postkarten haben mittlerweile Qualitäten. Das ist nicht mehr so diese 70er-Jahre-Postkarte mit blauem Himmel und Standard. Es gibt Postkartenserien, wundere ich mich immer wieder, die wirklich, wo die Crème de la Crème der Naturfotografen dann ihre Postkartenserie in der Fußgängerzone präsentiert. Und das ist die erste Wahl für mich erstmal. Und das Schöne ist ja, dass die auch noch vorselektiert sind. Also wenn ich in einem bestimmten Ort unterwegs bin, gehe in die Fußgängerzone und sehe da so einen Postkartenständer, sind in der Regel auch genau aus dieser Region dann die Aufnahmen drauf. Also leichter geht es dann ja gar nicht mehr, sich einfach inspirieren zu lassen.
Ja, und im Endeffekt, man muss ja auch das Rad nicht neu erfinden, ne? Ne, Also ne, ne. man kann es ja wirklich für sich selber dann definieren und für sich selber dann neu fotografieren. Aber grundsätzlich, wenn das ein Sightseeing-Punkt ist, dann nimmt man den natürlich auch mit und fotografiert ihn auch entsprechend. Haben wir wieder so eine Spitzenüberleitung, Martin, als wenn wir das geprobt hätten, Das haben wir nächtelang. nicht geprobt, Das haben Gero. wir, nee, als wenn, ich sage aber diese Hinleitung zu diesem Thema, genau das wollte ich nämlich jetzt erzählen. Das haben wir nicht geprobt. Das Das ist spontan, wir sind war ein spontan mal Dreamteam gewesen. eingeworfen. Du glaubst uns Genau. kein Mensch, glaub mir. Glaubt uns keiner. Dauert auch nicht mehr lang. Ich wollte nur noch zwei Sachen sagen. Genauso wie du das sagtest, diese Postkartenmotive. Ja, das hört sich so negativ an. Wenn man so eine Fotoreise plant oder so unterwegs ist, dann finde ich, gibt es so zwei Arten der Fotografie. Das vergleiche ich mal mit Begriffen hier aus der Jagd. Ja, Ansitz und Pirsch. So, Ansitzfotografie ist, wenn ich mich da oben mit der Waffe oben in mein Häuschen reinsetze und einfach nur warte, bis das Reh kommt, und wenn das Reh kommt, dann halte ich drauf. Auf die Fotografie bezogen, ich setze mich irgendwo hin, habe mein fertig konfigurierte Gestaltung des Bildes genau vor mir und warte nur noch auf das richtige Licht. Zweite Möglichkeit ist, ich verlasse meinen Hochsitz, gehe mit der Kamera auf Jagd und laufe dem Licht hinterher. Also ich laufe einfach, wenn ich sehe, dass das Licht schön wird, da kommt ein besonderer Sonnenstrahl rum, dann fange ich an, mir passend zu diesem Sonnenstrahl die passende Bildgestaltung umzusetzen. Da wollte ich mal ein paar Beispiele für nehmen, weil ich finde das ganz interessant, so für die Planung, dass dann auch mal die Grenzen der Planung aufgezeigt werden. Also wenn wir jetzt mal anfangen mit dieser Ansitzfotografie. Es gibt für mich, was ich bisher so kennengelernt habe, kein besseres Beispiel als dieses Bild. Das ist der Lake Matheson in Neuseeland. Ein ganz bekanntes Bild. Viele werden das wahrscheinlich auch kennen, nur nicht bei diesem Wetter, denn hinten sieht man gerade nicht die beiden höchsten Berge Neuseelands, die man normalerweise sehen könnte, Mount Cook und Mount Tasman hintereinander. Dieser See ist sehr häufig spiegelglatt. Das Wetter ist aber ultra beschissen. Da fallen etwa 6 bis 7 Meter Niederschlag jedes Jahr. Meter, nicht Millimeter. Und ist also ganz außergewöhnlich, da wirklich mal eine freie Sicht zu haben. Zweite Schwierigkeit ist, da ist überall Urwald drumherum. Und die einzige Möglichkeit, durch diesen Urwald ans Ufer zu kommen und genau diese Aufnahme zu machen, ist diese Plattform. Diese Plattform bietet die Möglichkeit, wirklich auf Seehöhe, also auf Wasserhöhe, dann die Aufnahmen zu machen. Und jeder kann sehen, wie groß das ist. Das sind ein paar Quadratmeter und da tummeln sich dann die Leute und machen die Aufnahme, die jeder kennt. Und da macht jeder die gleiche Aufnahme. Man hat überhaupt keine Chance, irgendwas anderes zu fotografieren. Man muss sich dahin stellen und dann die Kamera ausrichten. Das ist also wirklich dann schon etwas verrückt. Hier hatte ich dann mal Glück, morgens bei Sonnenaufgang. Da kann man jetzt dann schon mal diese beiden Berge da hinten sehen und dann wird es auf dieser Plattform, obwohl sich da 10 Fotografen tummeln, wird es dann wirklich auf einmal andächtig still, wenn dann auf einmal Wolken aufziehen, die Sonne aufgeht und jeder weiß, was für ein unglaubliches Glück er gehabt hat, in dieser Situation dann vielleicht so eine Lichtsituation hinzukriegen. Da habe ich nichts mit den Farben gepinnt, das war also dann tatsächlich so. Ja, das ist einfach nur eine Fleißsache. Auf dieses Foto kann man jetzt gar nicht großartig stolz sein, weil stolz bin ich, wenn ich irgendwie selber was gemacht habe. Aber das Foto habe ich nicht selber gemacht. Okay, ich war selber da, aber die Idee zu diesem Bild, die hatten tausende Leute, zehntausende Leute vor mir und auch diese Plattform, wenn die da nicht wäre, extra für die Fotografen, hätte ich dieses Bild auch nicht machen können. Also irgendwie war das für mich ein Muss, in Neuseeland dieses Bild zu machen. Aber so die tiefe innere Befriedigung, die war es dann letztendlich nicht, weil es eigentlich nur eine Fleißaufgabe war. Und von dieser Art gibt es natürlich in jedem Land, gibt es halt so diese Top-Shots. Martin, du hast ja gerade von gesprochen, ne, das sind diese Postkartenmotive, die kennt jeder, die passen einfach. Man steht hier mit der Kamera und ich habe dieses Bild jetzt extra mal in Schwarz-Weiß gemacht, um die Farben nochmal rauszunehmen, dass man nur mal so guckt. Also auch Schwarz-Weiß sieht man, was hier natürlich Sache ist. Zwei Berg. Massive hinten Gletscher in den Bergen, vorne diese unter UNESCO-Naturschutz, Weltkulturerbe stehenden Häuser, die da irgendwie 200 Jahre alt sind. Das ist einfach ein stimmiges Bild. Das ist eigentlich ziemlich egal, bei welchem Licht man das fotografiert. Irgendwie ist immer eine Harmonie da.
So, und wenn ich dann jetzt dahin komme und einen Vortrag mache, dann weiß ich, dass jeder, der in dem Vortrag sitzt, dieses Bild vielleicht irgendwie schon mal gesehen hat. Ich muss mich dann halt aus dieser Menge dann irgendwie rausschälen und muss versuchen, eine besonders tolle Lichtstimmung hinzukriegen. Ja, und irgendwann hatte ich es dann mal. Ja, dann oft habe ich dann da gestanden und dann irgendwann war es dann mal so weit. Abends kam die Sonne raus. Ich bin dann also mit meiner Familie übrigens hier. Da sind wir gerade wieder beim Thema. Es war beim Familienurlaub. Ich war mit der Familie auf dem Campingplatz, einen Kilometer weiter die Straße hier hinten runter. Schön. Und das Licht kam raus. Ich habe die Kameratasche geschnappt, war noch in Badehose, bin dahin, habe das Auto mit laufendem Motor da stehen lassen, bin dahin gespurtet, ja, Stativ aufgebaut, Kamera rausgeholt, Bild gemacht. Eine Minute später war das Licht weg. Und das hat nur funktioniert, weil ich wusste, wo ich hin muss. Da habe ich nämlich schon 10-mal gestanden und gefroren habe ich da und im Regen gestanden. Und einmal hat es dann geklappt. Ja. Aber das ist Fleiß, das ist einfach nur Fleißarbeit. Das ist eigentlich nicht so die richtig kreative Arbeit, die ich dann so richtig toll finde. Aber es gehört auch mit dazu, klar. Ja, ist schon so eine gewisse Akribie, die du auch in deinen Fotos da so richtig an den Tag legst, gell? Also das, ja, ich bin Jungfrau. die sind so, oder? Jungfrauen sind man sagt ihnen eine gewisse Pedanterie nach. Okay, verstehe. Ich hab nicht umsonst die Figur des Besessenen da in meine Ordnung mit reinbegriffen. Also irgendwie erkenne ich mich da so ein kleines bisschen wieder. Okay, an alle Jungfrauen, die heute dabei sind, ihr wisst Bescheid, ne? Ja, manchmal sind es dann aber auch, und da bin ich dann eher schon etwas stolz drauf, manchmal sind es dann aber die Ansitzfotografien, die ich mir dann immerhin selber überlegt habe. Also das ist hier so ein Beispiel, diese Bergkette, die habe ich in einem Bildband mal gesehen, habe recherchiert, wo das ist, bin hingefahren. Und dann muss ich zu diesem Hintergrund einen passenden Vordergrund finden. Und das habe ich dann... das habe ich mir dann halt selber ausgedacht und dann kann ich wenigstens sagen, der Bildaufbau, der ist halt von mir. Der ist also nicht nachempfunden, sondern das ist meine Idee. Als ich da das erste Mal dann da war, ist mir als erstes dann sowas aufgefallen als Vordergrund. Da sind also überall so Gezeitentümpel, wo das Wasser reinschwappt und stehen bleibt. Fand ich aber ein bisschen statisch. Man sieht ja auch, das Licht ist noch nicht so besonders schön, ja, aber mir ging mir erstmal um diese Bildgestaltung. Und dann habe ich die Kamera aber noch so ein bisschen in Bodennähe hin und her bewegt, habe ganz lange vor und zurück und so weiter überlegt. Und dann bin ich auf diese Bildgestaltung hier gekommen. Mhm. Und die hat mir gerade für mein Panoramaformat schon wesentlich mehr gefallen. Denn hier habe ich auf einmal so einen Bogen drin, ne, der sich hier durch diese kleinen Tümpelchen hier noch so weiter fortsetzt. Das hat mir gefallen und dann auch dieser Kontrast zwischen diesen schroffen Bergen im Hintergrund und diesen glatt geschliffenen Felsen im Vordergrund. Also das fand ich schon richtig schön. So, ja. Also jetzt nochmal kurz eine Zwischenfrage. Das ist jetzt nicht montiert, sondern das ist wirklich einfach nur Bildausschnitt verändert, richtig? Bildausschnitt verändert, ja. Das ist, Bildausschnitt das ist, einfach nach links geschwenkt und verändert. Du meinst im Vergleich zu dem Bild vorher? Genau. Ja. Genau. Ja, ich habe mich auch noch so ein bisschen, also die Kamera liegt hier auf dem Bodensack drauf, ne? Also vielleicht 5 Zentimeter über dem Boden, das ist also ganz dicht über dem Boden drauf. Mhm. Und wer da schon mal fotografiert hat, weiß, jeder Zentimeter verändert das Bild kolossal. Ja? Weil wenn man so dicht über dem Boden ist, dann rutscht man da also wirklich zentimeterweise hin und her und es verändert sich unglaublich viel. Ja, und dann hatte ich also meinen Bildausschnitt, also meine Bildgestaltung und dann war ich halt wieder beim Ansitz. Ja, das heißt, ich wusste genau, was ich haben wollte. Ich würde auch beim nächsten Mal, wenn ich da hingehe, wieder versuchen, das so nachzubauen und dann wieder auf anderes Licht zu warten. Und dann geht's nur noch drauf, geht's darum zu warten, bis das Reh auf die Lichtung läuft oder auf die Fotografie umgemünzt, bis die Sonne dann vielleicht noch rauskommt. Und da hatte ich an diesem Abend dann auch noch Glück. Da kam dann so ein bisschen Licht hinten auf diese Berge drauf. Ja. Das ist doch eine schöne Gesamtkomposition. Und das freut mich dann, weil das Bild, dieses Motiv mit den Bergen hinten, das wird sehr häufig fotografiert. Aber diesen Bildaufbau, den habe ich noch nirgendwo anders gesehen. Und da kann ich dann wirklich sagen, das habe ich mir halt überlegt. Und das macht mir dann halt viel mehr Spaß, als so ein Bild nachzumachen, wie man es schon sehr häufig auf irgendwelchen in Katalogen oder Büchern gesehen hat. Ja. Sag mal, Gerin, wenn du jetzt du wartest jetzt auf das Licht, hast deinen Bildausschnitt gefunden und so. Wie lange stehst du da? Wie versüßt du dir die Zeit da? Hast du da irgendwelche Snacks mit? Lässt es dir gemütlich gehen? Nee. Ich sitz einfach da und gucke. Ich bin da also und wirklich beobachte. Ein bisschen. Das war für mich ein ganzer Nachmittag. Also ich bin, das Bild, das ist in Nordnorwegen, geht die Sonne halt spät unter. Das ist abends um 10 gewesen, meine ich. Ja.
Und um 5 Uhr war ich da. Also ich habe einen ganzen Nachmittag verbracht, aber ich habe dann da auch keine Langeweile. Ich finde es einfach spannend. Das macht Spaß, mich damit zu beschäftigen. Und ich gehe ja nicht einfach hin, baue die Kamera auf und mache ein Bild, sondern das war auch das einzige Bild, was ich an dem Tag gemacht habe. Ich habe keine anderen Varianten gehabt. Außer jetzt in den Minuten vorher oder nachher, aber ich habe da jetzt in der Region keine 50 Aufnahmen gemacht und ich fokussiere mich dann wirklich auf eine bestimmte Sache und ich habe echt eine wahnsinnige Zeit. Wenn ich dieses Bild sehe, spüre ich noch, wie das damals gewesen ist. Dieser ganze Nachmittag, den ich da vor Ort verbracht habe. Ja, weniger ist mehr, gell? Vielleicht, ja. Also, ja. Ja, hier nochmal so ein Beispiel, nochmal Ansitzfotografie. Das Bild ist relativ langweilig, aber als ich das Bild gemacht habe, wusste ich, wo ich da hin muss, wenn das Licht nochmal schöner sein sollte. Also diesen blauen Himmel und so weiter, das fand ich ein bisschen abgedroschen. Aber ich musste mir halt vorher angucken, wie komme ich von der Straße zu diesem Punkt. Und da muss man sich so ein bisschen auskennen. Also wenn man das noch nicht gemacht hat, dann läuft man da erstmal eine halbe Stunde rum und sucht es und dann findet man erst den Zugang, um da hinzukommen. Jetzt wusste ich das aber und bin im Winter nochmal in der gleichen Region gewesen. Nachts minus 10 Grad, ich habe im VW-Bus geschlafen, eisekalt. Morgens habe ich den Wecker verpennt und als ich dann die VW-Bustür aufgemacht habe, hatte ich so ein Licht. Also unglaublich, habe ich ganz selten mal gesehen. Ein richtig Wow. knallorangefarbenes Licht in die. Das ist nichts gefiltert oder nichts mit Photoshop oder so. Das war eine Abgefahren. Farbe, wie ich sie wirklich ganz, ganz selten wirklich dann nur gesehen habe. Und dazu noch dieser stahlblaue Himmel, dieser Winterhimmel, dieses Schnee, Gestöber drumherum und dann dieses orangene Licht. Ja, und ich natürlich völlig noch im Schlafsack steckend. Ich habe natürlich einen riesen Schrecken bekommen, denn das ist mein Albtraum. Schönes Licht und ich habe keine Aufnahme gemacht. Beim Anziehen fiel mir ein, Mensch, da war doch dieses Häuschen, was ich da damals fotografiert habe. Und ich habe das gerade eben noch geschafft, wirklich im Laufschritt, bin zwischendurch ein paar Mal hingefallen, weil die Straße vereist war und bin dann da hingekommen, habe gerade eben noch diese Aufnahme machen können und wirklich 10 Sekunden später, ich habe gerade so eine Serie, so eine Belichtungsreihe gemacht, zack, war dann das Licht weg. Ne? Und das sind so, finde ich, so Sternstunden. So ein Licht, das kriegt man wirklich nur ganz selten. Übrigens, wen es irritiert, diese Häuser, das ist ja vorher auch zu sehen gewesen, die sind schon orange angestrichen oder gelb angestrichen. Deswegen leuchten die in dieser Morgensonne natürlich nochmal doppelt intensiv. Ne? Aber da ist jetzt nichts angemalt worden in Photoshop. Nee, also das Bild ist für mich ganz klar ein Topshot von deiner Reise. Also eins meiner Lieblingsbilder auf jeden Fall. Ja, Hammer. das hat schon richtig Spaß gemacht. Ne? Ja. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, da waren wir bei dem Ansitz, also einfach mal um zu zeigen, es gibt ganz viele Bilder, da hat man sich den Bildausschnitt schon ganz genau überlegt, hat ihn auch schon mehrfach gesehen und ausprobiert und wartet dann nur noch auf eine noch bessere Lichtsituation. Und ja, dann gibt es das Gegenteil davon, ich laufe halt mit der Kamera rum und laufe dem Licht sozusagen hinterher. Bestes Beispiel dafür sind solche Aufnahmen. Niemand setzt sich hier hin und wartet darauf, dass ein Regenbogen kommt. Das kriegt man irgendwie so mit, ja. Dann kommt plötzlich ein Regenbogen und man reagiert hektisch darauf. Und das hat dann natürlich auch viel sowas mit Improvisation zu tun. Bei so einem Wetter, so ein Regenbogen, da muss man dann schnell versuchen, da irgendwie so halbwegs noch was von der Bildkomposition hinzubekommen. Hier in dieser flachen Moorlandschaft war das natürlich nicht so das Problem, aber ja, das sind einfach die Reaktionen, die man dann drauf haben muss, um so eine Pirschfotografie zu machen. Ja gut, da frage ich jetzt einfach nochmal ganz kurz zwischen, Gerion. Da muss man schnell sein, das wissen wir, ne? Also da muss ja wirklich reagieren. Was kannst du den Leuten sagen? Wie können sie ihre Kamera einstellen, um möglichst schnell zu reagieren? Einfach nur, um ein bisschen Technik auch wieder reinzubringen. Also ich Gibt's muss da ganz einen ehrlich Tipp? sagen, ich bin bei der Belichtungsmessung, da war ich früher musste ich zwangsläufig sehr penibel sein. Als ich mit Mittelformat fotografiert habe, da habe ich so einen externen Handbelichtungsmesser gehabt und habe immer halbe Belichtungsstufen, so Belichtungsreihen gemacht. Also hört sich da vielleicht jetzt etwas unprofessionell an, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass so im Bereich von einer Blende plus oder minus, dass im digitalen Fotografieren, beim digitalen Fotografieren doch so viel Spielraum da drin ist, dass man das meiste irgendwie retten kann. Also, als ich diese Aufnahme hier gemacht habe,
Da habe ich eine ganz normale Zeitautomatik gehabt. Ich stelle mir die Blende auf die ideale Blende mit der besten Bildqualität ein und lasse die Kamera einfach die passende Belichtungszeit aussuchen. Check einmal kurz, ob das von der Belichtungszeit her passt. Diese Aufnahme habe ich sogar aus der Hand fotografiert, was ich sonst auch selten mache. Und das war also wirklich ganz anspruchslos. Ich habe da keinen Verlauffilter drin gehabt. Ich habe kein Stativ benutzt. Ich habe wirklich das, ich habe nur drauf gehalten. Ja. Okay. Ansonsten benutze ich ganz gerne diese Bracketing-Funktion. So heißt es zumindest bei Nikon. Ich weiß nicht, ob wie es bei Canon heißt. Also, dass man einfach eine automatisierte Belichtungsreihe hat. Also, ja, genau. Mhm. Ich denke, das ist auch ein Mittel der Wahl, aber wirklich, also dieses Belichtung messen seit es Digitalfotografie gibt, hat sich doch ganz stark vereinfacht. Ich kann mit einem Blick hinten auf den Monitor, kann ich checken, wie das Histogramm aussieht, ob das Bild überbelichtet ist oder ob ich es halt noch benutzen kann. Und also es ist überhaupt kein Vergleich vom Arbeitsaufwand, den man damals bei der Diafotografie betreiben musste. Ja, ein Glück. Ein Glück. Ein Glück, absolut, ja. Ja. Und es kostet nichts, ne? So, jetzt muss man gerade gucken, ich bin eben nochmal zurückgegangen. Das war auch so eine Sache hier in Neuseeland. Da gibt es die sogenannten Rolling Hills. Die wollte ich fotografieren und das ist mir echt schwer gefallen. Das sieht jetzt so einfach aus, aber diese Strukturen von diesen Bergen, die hat sich mit jeder halben Stunde komplett geändert. Dieser Lichtschattenverlauf, der ist ja entscheidend dafür, wie ich mein Bild komponiere. Und wenn dieser Schattenverlauf hier an dieser Stelle jetzt nicht gewesen wäre, dann wird das Bild auch irgendwie anders aussehen. Ja, und man kann also hier bei so einer Lichtsituation, bei so flachem Lichteinfall, da kann man so ein Foto gar nicht planen, wenn der Himmel bewölkt ist. Das kann man sich dann überhaupt nicht mehr vorstellen, wie es im Detail hier aussieht. Das ist auch ganz interessant, diese Linien, die hier in dem Berg zu sehen sind. Die sind alle durch Schafe entstanden. Das waren also früher alles bewaldete Hügel. Neuseeland ist zum allergrößten Teil zerstörte Landschaft, von Menschen zerstörte Landschaft, wo die Wälder abgeholzt wurden und da riesige Schafweiden sind. Ich glaube, auf jeden Bewohner kommen da 10 Schafe oder auf jeden Fall viel zu viele. Und die haben dann wirklich über die Jahrzehnte, haben die hier durch dieses viele Hin- und Herlaufen, haben die hier so Treppenstufen hinterlassen. Das ist schon keine Naturlandschaft mehr, ne? Anderes Bild aus Neuseeland, hier auch das Gleiche, ne? Durch diesen Lichtschattenverlauf, da muss man also wirklich dem Licht hinterherrennen. Also da kann man nicht sagen, ich will jetzt hier diesen Baum fotografieren, der sieht immer gut aus. Ich finde, dieses Motiv sieht erst dann gut aus, wenn ich hier einen Wechsel von Licht und Schatten habe. Sonst ist das Bild zu langweilig. Und das kann einen Monat später, kann es sein, dass die Sonne zur gleichen Tageszeit schon wieder so steht, dass auch dieser Hügel hier mit dieser hellen Kante, dass der komplett im Schatten ist und dann ist das Bild eigentlich auch schon wieder nichts mehr wert. Also eigentlich auch ganz interessant, es sieht so einfach aus, aber manchmal steckt die Tücke dann im Detail. Hier auch Neuseeland. Lindespass ist so eine richtige Mondlandschaft, auch hier früher alles bewaldet gewesen, alles abgeholzt. Da ist in der Situation, wenn ich weiter weg bin, wenn ich also auf dem Hügel bin und so von oben so eine Totale mache, dann ist es gar nicht mal so schwierig, hier mit dem Lichtschattenverlauf klarzukommen. Aber wenn ich jetzt mal hier zum Beispiel hier diesen Hügel hier rauflaufe und hier mir ein Detail raussuche, dann wird es wieder richtig, laufe ich der Lichtschattengrenze hinterher. Hier ist mal so ein Beispiel. Dieses Bild hatte zum Sinn, dass der Vordergrund hier über diese Kante umrahmt wird, dass ich also hier einen dunklen Abschluss habe. Und das hat keine 10 Minuten gedauert, da ist diese Lichtschattengrenze hier schon so unten aus dem Bild rausgewandert, dass das Bild schon wieder nicht mehr so aussah, wie ich mir das überlegt habe. Und da bin ich also wirklich wie ein Bekloppter auf diesen Hügeln hin und her gelaufen und habe es manchmal gar nicht fassen können. Da habe ich gesagt, Mensch, da hinten sieht's toll aus, du musst ja bloß hier an der Seite entlang und dann, ja, eine Viertelstunde später bin ich da gewesen und da war das Licht schon wieder komplett anders. Also fand ich, dass sich das so verändern kann. Wie sehr das Licht auch eine weniger spektakuläre Landschaft formen kann, sieht man hier an diesem Beispiel. In Norwegen, so ein Küstenstreifen, sieht eigentlich relativ belanglos aus, aber wenn dann die Abendsonne reinkommt und das Licht letztendlich zur Bildidee wird, dann ergeben sich da teilweise richtig tolle Momente, die aber nicht von der Landschaft, nicht von der Bildgestaltung dieses Motives kommen, also nicht von der Lage der Berge oder so, sondern nur von dem Licht selber, also ähnlich wie bei einem Regenbogen.
Das ist eines meiner Lieblingsbilder zu diesem Thema. Was ist auf dem Bild zu sehen? Das ist wirklich nichts. Ja, das sind zwei völlig belanglose Hügel, die auch noch keine besonders schöne Farbe haben, weil der Schnee gerade weggeschmolzen ist und darunter noch dieses braune Gras liegt oben. Das ist so auf der Höhe vom Nordkap, ganz oben in Nordnorwegen im Mai. Der Schnee ist gerade vom Winter noch weggetaut. Bis in den Mai, bis in den Juni liegt hier noch Schnee rum. Und dann ist hier auf einmal so ein ganz einsamer Stein. Also niemand würde hier an der Stelle stehen und dieses Bild machen wollen, weil es zu jeder anderen Tageszeit total langweilig aussieht. Aber in dieser besonderen Stimmung, so 1 Uhr morgens war es da, Mittag, Nachtsonne, da drückt das wirklich so eine eisige Klarheit, so eine Totenstille schon fast auf, so richtig andächtig. Ja, und dann dieses auf das Minimum reduzierte, also hinten nur diese Bergkette mit diesem einzelnen Stein da, um da wirklich das noch mal zu betonen, diese Einsamkeit, diese Ruhe, ist für mich also das beste Beispiel, wie man einfach aus einer Lichtsituation ein tolles Bild hinkriegen kann. Ja, zum Schluss hier nochmal, jetzt sind wir wirklich am Nordkap, hier stehe ich am Nordkap und blicke rüber auf das eigentliche Nordkap. Wer schon mal in den Norden fährt, der kennt das wahrscheinlich. Das Nordkap, wo die Touristen alle hinfahren, ist ja eigentlich gar nicht das Richtige. Ja, also diese Landzunge hier, die ist, glaube ich, 300 Meter weiter nördlich, aber da kommt man als Tourist nicht hin. Und deswegen, weil die Pommesbuden hier stehen und der große Parkplatz, werden die Touristen alle nach da oben hingekarrt, denen wird viel Geld abgenommen und so. Aber diese Landzunge, die hat es mir irgendwann mal angetan, die heißt Knifschjeludden. Und da wollte ich mal hingehen, da muss man wirklich 3 Stunden hier so durch so eine Tundra-Landschaft laufen. Das ist also absolut faszinierend gewesen. Ich bin abends um 8 Uhr losgelaufen und war so gegen 11 Uhr war ich dann irgendwo dann hier. Und die ganze Zeit war so ein ganz merkwürdiges Wetter, dass ich nicht wusste, kommt jetzt ein Sturm oder kommt jetzt ein Gewitter. Es war so eine ganz düstere Atmosphäre. Und als ich hier so ungefähr war, habe ich dann von hier aus auf das Nordkap rübergeblickt. Das sah dann so aus. Hier sieht man auch so ein bisschen, welche Lichtstimmung hier gerade herrschte. Also es war wirklich so kurz vor Sturm oder Regen oder Gewitter oder was auch immer. Und zwischendurch brach dann immer in ganz kurzen Momenten so eine ganz flache Mitternachtssonne in diese Landschaft rein. Ja, und dann bin ich noch ein Stückchen weitergegangen, weiter Richtung Norden. Ich bin also dann hier schon nördlicher als das Nordkap, schon bei dieser Aufnahme. Und irgendwann bin ich vorne an der Spitze aufgekommen. Dann brach dann auf einmal, habe ich gesehen, die Wolkendecke auf und die Sonne schickte sich an, für einen kurzen Moment durch diese Wolken da durchzuscheinen. Und da habe ich schnell die Kamera rausgeholt und habe auf meine Mittelformatkamera draufgeguckt und habe festgestellt, ich habe noch ein Bild. Ein Bild. Dann müsste ich den Film wechseln. Auf so einer Rolle für das Mittelformat sind immer nur 10 Aufnahmen drauf. Und ich wusste ganz genau, wenn ich jetzt anfange, den Film zu wechseln, dann ist die Lichtsituation vorbei. Ich hatte also einen einzigen Schuss. Ich habe die Kamera eingestellt ohne Belichtungsmesser, weil die Gischt mir wirklich über den Kopf auf die Kamera gespritzt ist. Da habe ich abgewartet, dass einmal der Wind aufhört zu blasen, habe dann die Kamera rumgerissen, auf ein Stativ gestellt und einmal dann ausgerichtet. Und das war dann so meine Götterdämmerung, die ich dann hingekriegt habe. Also das ist wirklich Mitternacht. Tiefer geht dann die Sonne nicht mehr, danach geht sie dann wieder hell und das wirklich am nördlichsten Punkt des norwegischen Landes, nördlicher noch als das Nordkap und das so in Richtung Norden, das war mein Highlight, auch so vom Naturerlebnis her. Ne? Und ein super Beispiel dafür, auch auf diesem Bild ist nichts drauf, außer Licht. Ja? Das Licht macht die Bildidee letztendlich aus und sind halt die beiden Kategorien, denke ich, wie man Bilder organisieren kann auch oder strategisch planen kann. Also ist der Bildaufbau so genial, dass es sich tatsächlich lohnt, immer wieder zu kommen und besseres Licht abzuwarten? Oder ist das wirklich ein Bild gewesen, was nur aufgrund des Lichtes seine spezielle Atmosphäre ausstrahlt? Und dann weiß ich auch, da muss ich nicht jedes Mal hinfahren, sondern nur, wenn das Licht dann besonders toll gewesen ist. Ja. Also entwickelt sich die Bildidee aus einem Motiv, so muss auf eine passende Lichtsituation gewartet werden. Das ist relativ leicht zu planen, aber wenn die Bildidee aus dem Licht selber kommt, dann muss schnell dazu ein passendes Motiv gefunden werden und das ist nur schwer zu planen. Und jetzt würde ich sagen, ich wünsche allen Teilnehmern, die so lange ausgehalten haben, viel länger als wir das ursprünglich vorhatten, von meiner Seite gut Licht. Und wer Spaß hat, sich noch ein paar Bilder von mir anzugucken oder vielleicht auch den Vortrag, den kann ich auf meine 2 DVDs verweisen. Über Norwegen und Schottland habe ich eine DVD produziert
Und die gibt es für 15 Euro. Wenn er mir eine Mail schreibt, schicke ich portofrei auf Rechnung zu. Und vielleicht hat der ein oder andere Interesse daran. Einige von den Bildern oder ja, eigentlich fast alle Bilder, die jetzt hier in dem Seminar gezeigt wurden, die kommen auch in einem von diesen beiden DVDs, kommen die dann drin vor. Das war es von meiner Seite erstmal, Martin. Ich übergebe dir das Wort. Super, Gerion. Wow. Also, man muss wirklich sagen, ich habe jetzt nicht gewusst, was der Gerion heute Abend hier zeigt. Und das ist schon, ja, also eine sehr akribische Fotografie, die du gezeigt hast, ne? Und da seht ihr einfach, wenn man gewissen Aufwand treibt, dann lohnt sich's einfach, ne? Also, das ist, jetzt muss ich aber doch nochmal fragen, Gerion, wie ist denn das so? Bildnachbearbeitung. Ist das ein Thema bei dir? Wie bearbeitest du nach? Und was machst du und was machst du nicht? Also das würde mich jetzt einfach noch interessieren, weil eben hast du ein bisschen von Bildbearbeitung gesprochen und da würde mich jetzt einfach mal interessieren, was machst du denn tatsächlich? Ne? Was ist für dich legitim in der Landschaftsfotografie? Also ich bin bei der Bildbearbeitung echt durch eine harte Schule gegangen, denn ich hatte von Norwegen hatte ich sehr viele Mittelformat-Dias, die ich einscannen musste. Und dann habe ich mir damals einen Scanner gekauft. Und habe also mit sehr großem Aufwand halt die Bilder ultra hoch auflösend dann eingescannt. Also da hatte ich pro Bild hatte ich 550 MB reine Scannen, Rohdias. Und die mussten extrem bearbeitet werden, denn diese Rohscans, die kann man sich erstmal überhaupt nicht angucken. Die kommen aus dem Scanner raus und haben zwar eine wahnsinnige Qualität, aber die erkennt man erstmal nicht, wenn man sich das Bild so anguckt, weil die viel zu dunkel sind, überhaupt keine Farben haben und so weiter. Dann habe ich mir ein Leuchtpult genommen, habe das Dia da dran gehalten und dann habe ich angefangen, an den Reglern zu drehen. Und bis ich das mal drauf hatte, das hat wirklich eine Zeit gedauert. Und da habe ich halt gelernt, wie es ist, mit Gradationskurven umzugehen. Das ist für mich das absolut Wichtigste in der Bildbearbeitung, mit den Gradationskurven sich auszukennen, und nicht einfach nur Licht- und Schattenregler hin und her zu schieben. Ja, und als ich das dann einmal drauf hatte, da hatte ich dann also wirklich so diese Feinheiten zwangsläufig sehr intensiv lernen müssen, um überhaupt meine Scans später mal präsentieren zu können. Und mittlerweile, klar, hat sich das alles ein bisschen vereinfacht. Ich brauche halt keine Scans mehr zu bearbeiten, sondern ich fotografiere natürlich digital und da gibt es die RAW-Converter, da gibt es Lightroom. Ich selber arbeite mit Photoshop, aber Lightroom ist da vergleichbar. Und klar, Bildbearbeitung, das ist für mich schon wichtig. Ich fotografiere in RAW und RAW-Aufnahmen sind dafür da, um bearbeitet zu werden. Das sind halt Rohdateien und der Name sagt das ja schon. Also die sind noch nicht fertig aus der Kamera raus. Und auch die Rohdateien zwei verschiedener Kameramodelle gleichen sich nicht. Also letztendlich ist jedes digitale Bild, was irgendwie entsteht, irgendwann mal bearbeitet worden. Wenn ich das nicht selber mache, macht die Kamera. Ja, also man darf sich nicht einbilden, man könnte jetzt ein Purist sein und seine Bilder nicht bearbeiten, wenn die aus der Kamera rauskommen und das wäre jetzt was ganz besonders Puristisches. Das ist ja ein Trugschluss. Das stimmt so nicht. Ne? Also das heißt, im Endeffekt ist Photoshop das Tool deiner Wahl, mit dem du die Bilder nachbearbeitest. Du fotografierst in RAW Ja, ausschließlich oder machst du auch ein ausschließlich. JPEG mit? Ausschließlich Nee, mache mit. ich nicht. Ich sehe, also ich persönlich erkenne den Sinn von einem gleichzeitigen RAW und JPEG jetzt nicht. Vielleicht habe ich da irgendwelche Aspekte noch nicht so verstanden, aber ich habe es bisher nicht sehen können, warum ich ein JPEG gleichzeitig noch machen müsste. Ja, ne? Ja, zum Thema Bildbearbeitung würde ich jetzt gerade mal kurz die Moderatorenrolle wieder zurückfordern. Und rein theoretisch müsstet ihr jetzt meinen Bildschirm wieder sehen. Seht ihr meinen Bildschirm wieder? Gerion, siehst du meinen Bildschirm? Ja, ich habe jetzt gerade meine Präsentation ausgemacht und jetzt sehe ich deinen Bildschirm. Sehr schön. Weil wir haben noch so ein kleines Weihnachtsgoodie für euch vorbereitet. Und zwar, es war jetzt beim Gerion heute Abend nicht so das Thema, deswegen erschien es mir eigentlich ganz passend, euch das noch anzubieten. Und zwar ging es einfach um die lange Belichtungszeit, blaue Stunde. Also Gerion, wie gesagt, sagt auch, Bildbearbeitung ist ein Thema und da stimme ich natürlich vollkommen zu. Ich frage jetzt einfach mal hier in den Chat rein, wer von euch bearbeitet die Bilder nach? Einfach mal mit Ja oder Nein beantworten. Macht doch mal. Seid mal mutig. Aha. Die Bilder werden nachbearbeitet. Okay, das ist prima. Okay, Nachbearbeitung macht Sinn, glaubt es mir. Ne? Also es geht es nicht darum, dass man irgendwie mogelt bei Landschaftsaufnahmen, ne? Bei der Reisefotografie. Aha, da arbeitet jemand mit Lightroom, wunderbar. Ne?
Es geht einfach nur darum, wirklich Kontraste einzustellen, die leicht nachzuschärfen, die Farben in gewissen Bereichen zu verstärken. Und da habe ich euch einfach mal ein Tutorial vorbereitet. Da geht es um die blaue Stunde, lange Belichtungszeit. Und das möchte ich euch einfach gerne kostenlos zur Verfügung stellen. Da könnt ihr mal reinschauen, wie so ein Workflow dann in dem Fall, ich habe es jetzt in Lightroom gemacht, aber dasselbe gilt auch für Photoshop. All das könnt ihr auch in Photoshop machen. Ne? Aber in dem Fall zeige ich euch nochmal, wie habe ich tatsächlich diese Aufnahme in der blauen Stunde gemacht. Ne? Und dazu, wenn ihr da einfach mal auf vimeo.com/on-demand my Reisefotografie geht, da ist dieses Tutorial. Ich poste das gerade nochmal in den Chat rein. Da könnt ihr einfach draufklicken. Das ist ein 20 Minuten Online-Seminar. Da zeige ich A, wie ich fotografiert habe, B, wie es bearbeitet wurde, nachher, um dieses Ergebnis zu haben. Das Ganze ist eigentlich Teil des Fotoseminars von My Reisefotografie. Und wie gesagt, wenn ihr den Link anklickt und scrollt dann einfach runter, hier in den Bereich rein, da gibt es hier Bonus-Features. Und da habe ich euch extra für heute das Bonus-Feature Blaue Stunde reingestellt. Schaut es euch an. Es ist umsonst. Einfach mal für euch zum Mitnehmen. Und der RAW-Konverter, ob der nun in Lightroom gemacht wird oder in Photoshop, ist nahezu dasselbe. Adobe hat gerade nochmal ein neues Update rausgehauen für diejenigen unter euch, die die neueste Version benutzen. Adobe RAW-Konverter kann genau dasselbe, was Lightroom auch macht. Ich mag es gern in Lightroom. Und ja, einfach auf den Link klicken, schaut es euch an. Und wenn es euch gefällt, freut es uns natürlich, wenn ihr da noch die anderen Seminare euch anschaut. In dem Fall stellt uns jetzt eure Fragen im Chat. Der Gerion und auch der Marc als Filmer, gerade auch als Filmer mit Spiegelreflexkameras, auch das ist ein Thema mittlerweile. Gerne jetzt stellen, wir sind da und jetzt machen wir einfach noch Open End und klar, eben die Aufzeichnung, die gibt es auch noch davon und wir freuen euch, wenn euch das gefallen hat. In diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bleibt fasziniert und fotografiert, euer Martin Buschmann und Team.